idealism prevails. Make the world a better place. Also liebe Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Bürgersalon in der Diplomatischen Akademie. Wir dürfen euch, Sie, herzlich zum zweiten Bürgersalon im Jahr 2022 und zum bereits 29. Bürgersalon in den letzten 8 Jahren begrüßen und Danke sagen für euer Kommen. Auch einen großen Dank an meine Familie, Frau und Söhne, die da, glaube ich, zahlreich vertreten sind. Für diese große Hilfe, Kooperation und in der Diskussion das Verständnis, dass wir doch immer wieder zusammenfinden. Heute ist wieder ein voller Saal von, denke ich, über 200 Bürgern. Es waren 250 Anmeldungen. Teilnehmer aus ganz Österreich, aus Vorarlberg, Tirol und bis ins Waldviertel. Bitte verzeihen Sie, dass ich nicht wieder alle prominenten Teilnehmer begrüßen kann. Sehr traurig sind wir, dass Vizekanzler Dr. Erhard Busseck nicht mehr unter uns ist oder sein kann. Sein überraschender Tod hat uns einen großen Freund des Bürgersalons genommen. Er war sehr oft hier, hat mitdiskutiert und hat unsere Arbeit sehr gelobt. Im Andenken an ihn halten wir seinen gewohnten Platz in der ersten Reihe heute frei. Herzlich willkommen, die hohe Geistlichkeit, Altabt Henkel, Donnersmarck, Universitätsprofessor Matthias Beck. Ich hoffe, ihr vertragt euch heute. Vertreter der Presse, Kodanko, Frau Linsinger ist noch da, ORF und auch die Videoproduzenten. Danke möchte ich natürlich an die Direktion der Diplomatischen Akademie, Herr Botschafter Briggs. Gastfreundschaft, perfekte Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Ein extra Willkommensgruß und Dankeschön für Ihr Kommen geht heute den heutigen so prominenten Diskutanten am Podium. Ich möchte die Damen und Herren dann kurz vorstellen und vielleicht nach der Vorstellung, dass wir Sie dann mit einem großen Applaus begrüßen. Frau Bundesministerin Magister Dr. Susanne Raab. Wir haben freitagabends die telefonische Nachricht bekommen, dass Bundeskanzler Nehammer nicht da sein wird, waren sehr enttäuscht. Aber ich denke, Sie haben heute die Position übernommen und werden, glaube ich, die Abwesenheit von Herrn Nehammer also gut gestalten. Dafür danken wir Ihnen sehr, dass Sie hier auch aus Oberösterreich extra angereist sind. Sie sind eine Oberösterreicherin aus dem schönen Innviertel. Sie sind mehrfache Akademiker und haben in der Uni Salzburg wissenschaftlich gearbeitet. Als Beamtin waren Sie jüngste Sektionschefin mit Spezialgebiet Integration. Meiner Meinung nach arbeiten Sie sehr bescheiden im Hintergrund. Sie sind in der Regierung für vieles zuständig. Integration, Familie, Jugend und neuerdings für Medien. Ja, wir haben hier viele Journalisten. Und wird vielleicht viele, Sie sind mehr oder weniger Mädchen für alles. Eva Linsinger vom Profil sagte anlässlich der Verleihung des Kurt-Hofer-Preises, Politik braucht eine Transparenzoffensive, Journalismus eine Qualitätsoffensive. Ich glaube, Sie sind auch dabei, ein neues Mediengesetz auszuarbeiten. Bitte diskutieren Sie heute offen hier mit uns Bürgern. Frau Magister Bettina Knötzl, wir haben uns am Freitag schon sehr gut kennengelernt. Sie sind eine sehr erfolgreiche Anwältin in einer großen Kanzlei unter Ihrem Namen.
mit dem Schwerpunkt Konfliktlösung. Sie sind international vernetzt mit vielen Partnern weltweit und ewigen Auszeichnungen und Preisen international. Sie sind Vizepräsidenten der Rechtsanwaltskammer und vor allem Sie sind Präsidentin Transparency International Wien. Und Ihr großes Ziel ist, Transparenz unter die Leute zu bringen und Sie gehen auch in die Schulen. Ich habe mir herausgeschrieben, was Ihr Motto ist. Ihr Motto ist, auf die Begeisterung kommt es an und die Zeit ist reif. Schlussendlich habe ich eine theoretische Frage, ich glaube praktisch ist es ein bisschen schwierig. Hat in Österreich die Transparenz einen hohen Stellenwert? Magister Silvia Grünberger, herzlichen Dank, dass Sie heute auch gekommen sind in Vertretung von Herrn Rosam. Sie sind eine Burgenländerin, Weiden am See, schönen Neusiedlersee. Sie haben Psychologie, Wissenschaft studiert und auf der Uni Wien. Sie waren 12 Jahre Abgeordnete zum Nationalrat für die ÖVP. Sie waren die jüngste Abgeordnete, damals im Nationalrat, noch unter Schüssel. Sie sind seit 10 Jahren eine so erfolgreiche PR-Beraterin, erfolgreiche Lobbyistin und Geschäftsführerin und Partnerin der Agentur von Wolfgang Rosam. Wolfgang Rosam hat mir gestern geschrieben, eigentlich würden Sie nicht mehr in die Politik einsteigen. Ich glaube, Sie können viel erzählen. Sie waren so lange Politikerin. Was wären Ihre Vorschläge, wie es möglich sein könnte, Vertrauen in die Politik wiederherzustellen? Frau Dr. Martina Salomon, eine alte Bekannte von uns, sie ist praktisch, Frau Dr. Salomon ist die Patin des Bürgersalons. Sie waren von Anfang an dabei. Sie sind einer der erfolgreichsten langjährigen Journalisten für Innenpolitik in Österreich. Sie haben viele Stationen in diversen Medien durchlaufen. Sie sind schon lange beim Kurier, zunächst als Chefredakteurin und auch schon jetzt lange als Chefredakteurin des Kurier. Sie haben den Kurier, das kann ich selber bezeugen, weil ich ihn jeden Tag lese, sehr erfolgreich zu einer Qualitätszeitung gestaltet. Also ich möchte nochmal Ihnen Danke sagen, dass Sie wieder da sind. Sie waren wirklich von Anfang an und Ideengeber im Bürgersalon. Sie sind die Patin. Und dafür sage ich Ihnen herzlichen Dank. Wir haben heute den 29. Vor 8 Jahren haben wir begonnen und haben praktisch 5000 Besucher schon. Dr. Heimer Scheich, Sie sind aus dem Mölltal in Kärnten, wo der Wolf zu Hause ist. Und aus dem Mölltal sind Sie ausgewandert und sind zu einem der erfolgreichsten, zur erfolgreichen Weltkarriere gestartet. Alle Ihre beruflichen Stationen zu nennen, würde den Rahmen sprengen. Sie sind seit 1996 bei Wienerberger AG, seit 2009 Vorstandsvorsitzender, CEO. Sie haben in diesen Jahren Wienerberger durch erfolgreiche Diversifizierung vom reinen Ziegelhersteller zu einem weltweit führenden internationalen Anbieter in über 30 Ländern von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur gemacht. Das habe ich abgeschrieben aus Ihrer Homepage. Sie haben in der Funktion des CEO den Umsatz von 1,6 Milliarden 2010 auf 4 Milliarden im Jahr 2021 gesteigert mit 16.000 Mitarbeitern weltweit. Sie sind Aufsichtsratsvorsitzender der Börse Wien. Sie waren schon mal hier vor circa 1,5 Jahren und haben da mit Vizekanzler Kogler diskutiert und ihn eigentlich aufgefordert zu einer Zusammenarbeit von der Politik mit der Industrie. Ich glaube, Sie haben kein Angebot bekommen von Kogler. Vielleicht können Sie heute noch einmal ein Angebot stellen. Botschafter Direktor Dr. Emil Brinks, lieber Herr Botschafter, Sie sind heute nicht nur als Chef der Diplomatischen hier, sondern auch Chef am Podium.
Wir konnten für heute das Thema gemeinsam entwickeln. Sie sind schon ein ständiger Gast im Bürgersalon, entweder am Podium oder zur Eröffnung. Sie haben immer betont, dass Sie die diplomatische Akademie öffnen und für uns Bürger darstellen wollen. Sie haben eine beeindruckende Karriere als Spitzendiplomat vom Clubsekretär im Parlament, Kabinettsdirektor, Generalkonsul in Krakau, Leiter Kulturinstitut in London, Leiter Kultursektion im Ministerium, Botschafter in London, haben der Königin die Hand geschüttelt und Moskau haben den Herrn Putin die Hand geschüttelt. Ab 2017 sind Sie Direktor hier von der Diplomatischen Akademie. Und was ich gehört habe, werden Sie noch weitere 4 Jahre bleiben. Also das ist für uns ein großer Erfolg. Also, großer Dank an Sie alle. Und ich glaube, jetzt können wir für das Podium großen Applaus. Sehr geehrte Damen und Herren, der heutige Bürgersalon hat das Thema, wie können wir in der Demokratie das Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Das ist ziemlich aktuell. Mit den Untertiteln Transparenz, Informationsrechte, Rechtssicherheit, Postenbesetzungen, Parteienförderung bitte, direkte Demokratie. Unser Motto hier im Bürgersalon ist immer reden, informieren, diskutieren. Bitte nützen Sie heute die Chance, mit den prominenten Damen und Herren am Podium, bitte noch anzumerken, wir haben heute eine Quote von 66% am Podium. Ja? Das war noch nie der Fall. Ich glaube, es ist ein extra Applaus für die Damen. Nochmal danke, dass Sie mir so lange zugehört haben und ich bitte Botschafter Brix, das Kommando zu übernehmen. Dankeschön. Danke vielmals, lieber Herr Wallstein. Ich glaube, der Herr Wallstein hat sich jetzt einen Applaus verdient, wenn ich das sagen muss. Auch dafür, mit welcher Gelassenheit er auf die Absage des Bundeskanzlers reagiert hat am Freitag. Ich habe das persönlich erlebt. Er hat das wirklich mit offenbar viel Erfahrung auch übernommen. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Bürgersalon. Und schon gesagt worden, wir wollen die Diplomatische Akademie öffnen, auch für die Bürger. Und daher, das machen wir sehr gerne. Nicht immer ist es ein so heikles Thema wie heute. Weil wenn es um Politik geht, dann haben die Bürger scheinbar nicht viel mitzureden. Und darum soll es ja heute eigentlich auch gehen, ob nicht das der Grund ist, warum wir von Politikverdrossenheit reden, warum wir davon reden, dass Bürger keine Möglichkeit haben, sich zu beteiligen an der Politik oder zu wenig Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Und ob daran jetzt die Politik schuld ist oder ob daran die Bürger schuld sind, ob wir alle schuld sind, ob das System nicht funktioniert, das soll diskutiert werden. Ich glaube, wir werden nicht umhin können, auch über die aktuellen Fälle zu besprechen, aber ich nehme ja an, am Podium werden wir doch auch die generelle Fragestellung eingehen, weil wir hatten ursprünglich auch einmal an die Rechnungshofpräsidentin gedacht, Herr Wallstein, die konnte nicht kommen, das wäre noch brisanter vielleicht heute gewesen, die Diskussion. Warum? Warum reden wir eigentlich über so ein kompliziertes Thema, das weit weg wirkt? Da geht es um politische Fragen, Informationsfreiheitsgesetz, Mediengesetze, Parteiengesetz. Ich glaube, wir müssen darüber reden, weil einfach der Abstand zwischen dem Bürger und dem, wie er Politik empfindet, immer weiter wächst. Und in einer Demokratie ist nichts gefährlicher, als wenn dieser Abstand wächst. Und deswegen haben wir gesagt, das muss diskutiert werden, auch wenn es abstrakt klingt, auch wenn es weit weg klingt. Aber es geht schließlich darum, wie kann in einer Demokratie das funktionieren? Und ich habe mir angeschaut in Vorbereitung den sogenannten Demokratie-Monitor. Vom Dezember 2021, also sehr aktuell, und da sagen 89% der Österreicher, dass die österreichische Politik ein großes Problem mit Korruption hat. 89% der Österreicher. Und es sagen
nur eine Minderheit von 41% glaubt, dass das politische System in Österreich funktioniert. Nur 41% der Österreicher glauben, dass das politische System funktioniert. Ich habe aber auch eine Botschaft, eine positive Botschaft fürs Podium. Die positive Botschaft ist, 90% sind für die Demokratie. 90% sagen, wir wollen die Demokratie, und die 10% reden wir jetzt gerade nicht. Die sind natürlich durch die Pandemiezeit noch ein bisschen verhärteter geworden. Aber 90% konstant sagen, Demokratie ist die Regierungsform, die sie haben wollen. Ich glaube, darüber sollten wir jetzt sprechen. Wie kann das sein? Ein relativ funktionierendes System, wie ich annehme, dass die meisten bei uns sagen würden, in so einer Umfrage sagt eine Mehrheit, unser politisches System ist kaputt. Und sie sagen, es ist korrupt. Das hat viele Gründe und darum soll diskutiert werden. Und ich habe mir gedacht, wir machen zwei Runden. Eine erste Runde, wo man einfach zum Ist-Zustand was sagt. Sind wir so, wie das offenbar in Umfragen die österreichische Bevölkerung sieht? Und hat das mit der Demokratie oder hat das mit der Politik zu tun? Und wie kann es sein, dass wir, wenn wir schon bürgerschaftliche Dinge machen wie einen Klimarat, dann uns selbst kaputt machen, die ganze Diskussion, dass innerhalb der Regierung es nicht ganz klar ist, ob das ernst genommen wird, was da diese 100 Leute zuletzt in Salzburg am Sonntag beschlossen haben, von dem wir aber noch nicht wissen, was drinnen steht. Das wird erst im Juli veröffentlicht. Aber wie kann es sein, dass dann die Politik sagt, naja, wir wissen eigentlich nicht, was das sein wird. Von der einen Seite hört man, es ist nicht ganz repräsentativ. Die andere Seite sagt, ja, ich werde alles hören und dann wird man sehen, was man umsetzen kann. Wie kann das sein? Wo liegt da das Problem? Und in der zweiten Runde geht es natürlich darum, wie können wir das Vertrauen in Politik, in der Demokratie wieder stärken. Aber ich möchte eigentlich zunächst einmal sagen, wie schätzen Sie es selbst ein? Die Situation derzeit, stimmt das alles, was wir in der Zeitung lesen? Entschuldige, Martina. Stimmt das alles, was wir in der Zeitung lesen? Oder ist das alles übertrieben? Und wir müssen nur Acht geben, nicht zu viel Transparenz zu machen, weil sonst kommen die Leute auf alles drauf. Und dann merken sie sogar noch, dass vielleicht Side-Letters zu Koalitionsabkommen notwendig sind, weil man ja wissen muss, welche Partei welche Spitzenfunktionen auch im ORF besetzen kann. Ich bin ein bisschen jetzt kritisch in der Einleitung, aber ich glaube, so soll es auch sein. Und ich würde zuerst der Frau Ministerin das Wort geben, gerne, um zu sagen, wie schätzen Sie selber das ein? Bitte, Frau Ministerin. Vielen Dank, lieber Herr Botschafter. Zuerst einmal danke, sehr geschätzter Herr Diplom-Ingenieur, dass ich heute hier sein darf beim Bürgersalon. Ist für mich eine große Ehre, weil ich als Gast auch schon da war vor vielen Jahren und das als ein sehr konstruktives Forum empfunden habe und dann natürlich, weil ich ja einige Jahre im Außenministerium auch dienen durfte, auch zur Diplomatischen Akademie dann immer, das ist ein Ort, wo man, wenn man im Außenministerium ist, immer so hochschaut, ja, die Diplomatische Akademie und der Herr Direktor, und deshalb ist das für mich heute eine schöne Veranstaltung, wenngleich natürlich mit einem nicht leichten Thema. Aber ich werde mein Bestes tun, damit ich heute einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass der Abstand zwischen den Menschen und der Politik auch wieder ein bisschen kleiner werden kann. Wie schätze ich selber ein? Aus der Innensicht ist es, um ehrlich zu sein, so, dass wir jeden Tag sehr hart arbeiten, auch natürlich mit vielen Rückschlägen, auch natürlich in einer schwierigen Zeit, dass wir aber natürlich auch Positives zustande bringen. In meinem Bereich war das zuletzt die Kinderbetreuungsmilliarde, das war auch die Pflegereform, das bis gestern durfte ich in der Nacht auch mitverhandeln, was das Teuerungspaket betrifft. Das sind die Dinge sozusagen, wo man halt sein Herzblut reinsteckt, ja. Und dann wissen wir aber sehr wohl, weil auch wir lesen den Kurier, also auch wir sind ja sozusagen Teil des politischen Geschehens, ja, in der Bundesregierung jetzt nicht nur, wir sind ja nicht die Einzigen, die Politik machen, sondern es gibt ja ein breites Feld an Politikerinnen und Politiker, dass es in den letzten Jahren auch immer mal wieder Verfehlungen gab, ja, die man auch aufklären muss, die man ansprechen muss und die man auch einfach gerichtlich aufarbeiten muss. Und bei vielen Dingen oder bei manchen Dingen, das ist jetzt wahrscheinlich eine persönliche Wertung, ist es aber so, dass man auch oft das Gefühl hat, das Kind wird mit dem Bade ausgeschüttet.
Vielleicht darf ich noch einmal ein Beispiel bringen, weil ich auch für die Medienpolitik zuständig bin. Jeder von Ihnen, bei jedem von Ihnen klingelt sicher das Wort Inseraten-Korruptionsaffäre. Ja? Ich darf gerade ein neues Medientransparenzgesetz verhandeln, wo es eben darum geht, wie man Inserate als politische Verantwortliche in Medien schaltet. Das heißt, ich bin zum Beispiel Frauenministerin und als Frauenministerin möchte ich gerne Gewaltschutzkampagnen übers Land ausrollen. Ich möchte gerne, dass jede Frau weiß, was ist die Frauenhelpline und was ist ein Gewaltschutzzentrum. Und dazu suche ich Medienkooperationen, weil ich über die Medien, egal über TV, Print oder online, eben dann die Menschen, die Frauen erreiche. Ich finde, da ist eigentlich nichts Anrüchiges daran. Und dennoch ist es ein Inserat. Und ich finde, wenn man über Inserate spricht, dann ist es mittlerweile schon, verzeihen Sie, wenn ich so ausdrücke, aber dann ist man schon mit einem Fuß im Kriminal. Ja? Und das ist etwas, wo ich einfach finde, wenn es Verfehlungen gegeben hat, dann muss man die aufklären. Aber es ist weder für die Medien noch für die Politik dann gut. Und ich glaube auch für das Vertrauen nicht, wenn das, wie ich bereits gesagt habe, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Das wäre nur ein Beispiel. Und dann glaube ich auch, dass sich Gott sei Dank, aber auch das Bewusstsein in den letzten 10 Jahren verändert hat, was nachvollziehbares Handeln der Politik und des Staates bedeutet. Ich habe begonnen nach der Uni, war Universitätsassistentin und bin dann im Innenministerium eingestiegen als Juristin in der Rechtssektion und ich habe da viel gelernt, auch was es bedeutet, zum Beispiel Vergabeverfahren zu führen und formale Vorschriften einzuhalten. Und ich habe aber gesehen über die 10 Jahre, die ich dann in der Verwaltung war, dass die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, an Transparenz, an Dokumentation schon auch in diesen 10 Jahren immer mehr geworden sind. Ja? Und ich glaube, das ist ein Zahn der Zeit, dass man auch immer transparenter arbeiten muss, dass man immer mehr offenlegen muss, dass man immer auch mehr nachweisen muss, was mit Steuergeld passiert. Ich bin da ein Fan davon, habe aber natürlich auch die Schattenseiten kennengelernt, wenn du 25 ELAG machen musst, also elektronische Akte machen musst. Und natürlich der Druck auf die Verwaltung auch dementsprechend wächst. Aber ich glaube auch eben, um meinen Gedanken, den ersten, dann möchte ich es dabei belassen, abzuschließen. Ich glaube, es ist ein gut und richtiger Zahn der Zeit, dass hier auch Nachvollziehbarkeit und Transparenz eingefordert wird. Und daher kann ich der Frau Linsinger aus dem Zitat, das Sie gebracht haben, nur zustimmen. Es braucht auch Transparenzoffensiven in der Politik, die wir auch angehen. Ich, wie gesagt, mache gerade ein großes Medientransparenzpaket. Dann haben wir das Informationsfreiheitspaket, das natürlich auch nicht leicht ist, das Parteienfinanzierungsgesetz, wie wir wissen. Das sind alles große, große, große Transparenzpakete, die wir durchführen. Die einen schon eher auf einer Zielgeraden, die anderen noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, dann ist es natürlich so, dass wir auch Föderalismus noch haben, ja, weil es betrifft ja nicht immer nur die Bundesregierung. Wenn ich etwas im Medientransparenzbereich mache, dann trifft das jede Gebietskörperschaft bis zur Gemeinde runter, jeden Bürgermeister, der dann nach diesen Kriterien Inserate vergeben muss und natürlich meistens auch die öffentlichen Körperschaften mit einer Beteiligung des Staates. Das ist ganz, ganz breit und daher auch nicht immer leicht umzusetzen. Danke vielmals. Nur darf ich nachfragen zum Informationsfreiheitsgesetz. Sie haben schon angedeutet, mit den Ländern und den Gemeinden wird verhandelt. Ja. Was kann man da tun in der Bundesregierung? Wir warten jetzt seit über 2 Jahren, glaube ich. Es ist begutachtet worden, es gab eine Unmenge von Stellungnahmen. Es gibt nach wie vor keine Bewegung. Wenn man den Medien folgt, dann liegt das an den Ländern vor allem auch an den ÖVP-geführten Ländern. Was kann man da tun? Beim letzten würde ich Ihnen widersprechen. Ich glaube, also zum einen, ich erlebe das hautnah oft mit, dass die Caroline Edtstadler, die dieses Gesetz federführend macht, wie eine Löwin kämpft. Und wer die Caroline Edtstadler kennt, dann weiß man, was das bedeutet, wenn die Caro wie eine Löwin kämpft. Ja? Also, aber natürlich, es ist auch das, was ich sage. Schauen Sie, ich glaube in der Politik, gerade wenn es darum geht, unterschiedliche Ebenen mitzunehmen auf den Weg, dann kann man schon verschiedene Dinge tun. Man kann Vollgas mit dem Kopf durch die Wand oder man kann versuchen, die Beteiligten, um die es geht, die am Ende des Tages das Gesetz eben umsetzen müssen, ja,
Bund, Länder, Gemeinden, wie gesagt, bis zum letzten Gemeindebediensteten zu versuchen, mitzunehmen auf dem Weg. Und das ist schon eine wirklich große, umfassende Gesetzesinitiative, wenn alles, was du tust, jedes E-Mail, das du schreibst, jede personenbezogene Daten, die du irgendwie verwertest, zu jedem Zeitpunkt einer Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden muss. Das ändert die Verwaltung, das ändert unser aller Handeln, das muss man sich schon bewusst sein, und daher möchte ich da wirklich auch meine Kolleginnen und Kollegen, die das verhandeln, mich da auch vor sie stellen, weil ich weiß, es wird kommen in unserer Legislaturperiode, aber man versucht, auf die Stellungnahmen, die auch im Begutachtungsprozess sind, einzugehen und da wirklich einmal Bewusstsein zu schaffen für die Notwendigkeit und die Menschen hier mitzunehmen. Danke. Das Stichwort Transparenz ist natürlich das beste Stichwort für die Bettina Knötzl von Transparency International. Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie jetzt gehört haben, oder wie ist Ihre Einschätzung? Ja. Danke schön, Herr Botschafter, und herzlich willkommen an Sie alle. Danke vielmals auch von meiner Seite für die Einladung und die Gelegenheit, über Transparenz zu sprechen, die wir wirklich bei jeder Gelegenheit suchen. Weil ich wurde ja gefragt, wie ist es um die Transparenz bestellt, und bei der Gelegenheit ist mir das Bild eines dahinsiechenden Kranken bzw. einer Patientin eingefallen, die ganz dringend nach Medizin lechzt. Und wir wissen, was die Medizin ist. Wir kennen die einzelnen Pillen, die wir ihr verabreichen müssen. Und statt das zu tun, reden wir die Dinge zu Tode zum Teil. Wir haben es gerade gehört, das Informationsfreiheitsgesetz, das ist wirklich schon so lange auf die lange Bank geschoben. Es ist ein Drama. Ich verstehe, dass es schwer ist, sich von der heiligen Kuh unseres Amtsgeheimnisses zu verabschieden. Aber wenn wir Bürger eine Änderung wollen, dann kann das nur durch Transparenz geschehen. Wenn wir in die Schulen gehen zum Ethikunterricht, dann verwende ich das Beispiel, und das klingt ein bisschen lächerlich, aber ich glaube, es ist sehr schön bildlich. Die Transparenz ist zur Korruption, was das Sonnenlicht zum Dracula ist. Klingt naiv, aber bitte denken Sie daran, jeder Schritt Richtung Transparenz drängt die Korruption zurück. Das ist nicht nur wissenschaftlich erwiesen, das hängt zum Teil mit dem sogenannten Fraud Triangle zusammen, beantworte ich gerne nachher im Anschluss, aber es ist auch praktisch erwiesen, in jenen Ländern, in denen die Transparenz in Europa hochgeschrieben ist, wird die Korruption einfach nicht wahrgenommen. Also wir sehen das, dass die nördlichen Länder in Europa ganz anders dastehen. Österreich ist jetzt im Transparency Corruption Perception Index, also in dem Transparenz-Wahrnehmungsindex, nicht wahnsinnig gefallen in der letzten Zeit. Ganz im Gegenteil, wir haben so in etwa unseren Platz behalten, aber als noch immer vergleichsweise reiches Industrieland müssten wir eigentlich unter dem Besten sein. Und stattdessen fragt man sich im Ausland, was ist denn bei euch los? Wie geht's denn bei euch zu? Und natürlich tut das unserem Wirtschaftsstandort schlecht. Und da gibt's eben einige Pillen für unsere siechende Patientin, um sie zu gendern, weil die Transparenz ist ja weiblich. Das wäre eben dann auch, einiges ist ja jetzt schon in Vorbereitung. Die Parteienfinanzierung muss reformiert werden, da muss viel Transparenz hineinkommen. Wir haben beim Korruptionsstrafrecht Lücken festgestellt, die müssen geschlossen werden. Und ganz besonders peinlich finde ich es, dass wir es bei der Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie, Hinweisgebersystem, ganz wichtig, um die Heimlichkeitsdelikte aufzudecken, es so weit haben kommen lassen, sehr geehrte Damen und Herren, dass wir ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig haben.
So ist es um die Patientin Transparenz in Österreich bestellt. Danke vielmals. Darf ich zu Silvia Grünberger gehen? Kann es sein, dass hinter dem allen auch ein bisschen das Problem steht, dass wir eine so starke Parteiendemokratie sind, Parteienstaat sind, sozusagen, dass hier zu viel Macht in der Hand der politischen Parteien ist? Ich sage es deshalb, weil du warst sehr lange in diesem Bereich, von der Jugend an tätig und bist jetzt auf die PR-Seite, auch schon vor einiger Zeit gewechselt. Haben wir zu viel Partei in Österreich oder liegt es an was anderem? Ich denke, die Parteien an sich oder die Organisation von Politik in Form von Parteien, Landesorganisationen, Teilorganisationen, das macht durchaus Sinn, weil es Strukturen sind, die auch Partizipation ermöglichen. Weil ja eingangs gesagt wurde, Bürger möchten mitreden, aber es gibt die Möglichkeit nicht. Da möchte ich gerne widersprechen, weil die Möglichkeiten gibt es sehr wohl. Also gerade früher als Parlamentarierin, und das passiert heute noch genauso, gibt es Abgeordnete, deren höchste Priorität es ist, in ihren eigenen Wahlkreisen, in den Bundesländern Diskussionsformate einzurichten, Sprechstunden einzurichten, egal ob das physische Termine sind oder das Online-Termine sind. Also die Möglichkeit, sich zu beteiligen, hat es immer gegeben und die gibt es auch heute noch. Die Plattformen haben sich ein bisschen verändert, teilweise sehr viel auf Social Media. Da muss man dann auch einiges aushalten. Da wird auch sehr viel, oder da ist die Diskussionskultur nicht eine, wie wir sie heute gewohnt sind, sondern da muss man sich teilweise auch sehr, sehr viel anhören und gefallen lassen. Aber das ist nicht der springende Punkt, dass Bürgerinnen und Bürger nicht mitreden können, sondern ich glaube, warum es heute geht, und das wird immer mehr der springende Punkt, haben Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen, beziehungsweise machen sie sich überhaupt noch die Mühe, sich einem partizipativen Prozess zu stellen oder die Meinung zu äußern, in der Hoffnung, dass das auch dann umgesetzt wird oder dass es auch Sinn macht, sich zu artikulieren? Oder leben wir in einer Gesellschaft, wo man zum Schluss kommt, naja, irgendwie, das zahlt sich eh nicht mehr aus, es bringt eh nichts, weil am Ende des Tages passiert ganz was anderes. Oder im positiven Sinne könnte man meinen, dass die Gesellschaft gelernt hat, die eigenen Probleme in der kleinen Zelle zu lösen. Im Grunde geht es uns in Österreich ja wirtschaftlich, trotz aller Problematiken, die wir haben, ja nicht schlecht. Und man war sicherlich auf die Politik vor vielen Jahrzehnten anders angewiesen, als man das heute ist. Also die Menschen sind selbstständiger geworden, eigenständiger geworden, initiativer geworden. Um jetzt nicht nur alles schlecht zu reden, möchte ich auch diesen Aspekt hervorrufen. Aber das große Thema auf der Metaebene, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss, ist, wozu sind wir da und wie schaffen wir es, dass Sein und Schein übereinstimmen. Die höchste Währung, die Politik hat, ist Vertrauen. Und das ist auch das, was die Wirtschaft und die Politik verbindet. Und ich kenne mittlerweile beide Seiten. Produkte werden einander immer ähnlicher, Markenartikel werden einander immer ähnlicher und am Ende werden sich auch Parteien immer ähnlicher. Wenn man so sich nicht die Mühe macht, um Regierungsprogramme genau durchliest, dann hört sich manchmal eine Floskel an wie die andere. Das heißt, die Währung ist auf beiden Seiten die gleiche. Nur der Unterschied in der Wirtschaft und in der Politik ist der, und deshalb finde ich auch, ist die Fehleranfälligkeit in der Politik so hoch. In großen Industriebetrieben werden CEOs ein bis eineinhalb Jahre, bevor sie die Funktion übernehmen, bestellt. Die werden nicht genötigt, Interviews zu geben, die werden nicht auf Social Media verfolgt, die posen aber auch nicht, also die präsentieren sich auch nicht ab dem ersten Moment, sondern die ziehen sich zurück. Der Herr Scheuch wird das aus eigener Erfahrung sagen können und überlegen und denken und machen Strategien. Und wenn sie dann sozusagen so weit sind, stellen sie sich der Öffentlichkeit, präsentieren Zahlen, Daten, Fakten. In der Politik ist es genau umgekehrt. Man hat nicht ein Jahr Zeit zu überlegen, ob man diesen Schritt setzt, sondern möglicherweise wird das über Nacht entschieden. Und man ist am nächsten Tag sofort einer Herde an Journalisten ausgeliefert, die es zum Teil auch sozusagen nicht immer gut mit einem meinen und muss innerhalb von 5 Minuten Entscheidungen treffen. Und diese
Fehleranfälligkeit soll jetzt nicht entschuldigen, dass man möglicherweise dann zu Handlungen greift, die nicht in Ordnung oder gar mit Korruption in Verbindung gebracht werden. Aber Sie müssen sich vorstellen, der Druck, der Ballast, den man da ausgesetzt ist, das ist in der Politik wirklich gnadenlos. Und ich glaube, dass es hier auch einen Kulturwandel und einen Systemwechsel braucht, auch was die Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft betrifft, um auch die eingangs erwähnte, also ob ich wieder in die Politik gehen würde. Ja, ich würde wieder, wenn ich mit 21 die Möglichkeit bekomme, in die Politik gehen. Ich war sehr jung, ich habe es demütig und mit Leidenschaft und Enthusiasmus gemacht. Aber wenn Sie mich heute fragen, als gestandene Unternehmerin, die Mitarbeiter verantwortet, die ein gewisses Budget verantwortet, die eine Kundenverantwortung hat, ob ich das heute noch einmal tun würde an der Stelle, das würde ich mir wahnsinnig gut überlegen, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie hart der Weg sozusagen zurück in eine andere, neue Existenz ist. Und daran, glaube ich, müssen wir arbeiten, an der Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft, auch um die Möglichkeit derer zu erweitern, die dann sagen, ja, ich stelle mich einmal 5 Jahre in den Dienst der Politik, weil es macht niemand mehr, wenn er dann nachher Sorge haben muss, dass die Existenz gefährdet ist. Und diesen Kulturwandel braucht es gerade in Österreich wie einen Bissen Brot. Ich bin total dafür, dass jetzt auch im Rahmen von Untersuchungsausschüssen Dinge auf den Tisch gelegt werden, wo es politische Fehltritte gab. Aber dass ein Untersuchungsausschuss Gericht spielt und das zum politischen Tribunal wird, das kann der gesamten Kultur nicht dienen. In der Wirtschaft würde nie ein Mitbewerber zum anderen oder über den anderen in der Öffentlichkeit die ganze Zeit schlecht reden, sondern jeder schaut auf sich, jeder schaut, dass er besser ist als der andere. Es gibt einen positiven Wettbewerb. Wenn einer mal einen Fehler macht, freut man sich, das sei auch legitim. Aber das, was in der Politik passiert, in Wahrheit die meiste Zeit dazu zu verwenden, den anderen schlecht zu reden, die Zeit da, die hineinrennt und die Ressourcen in Akteneinsichten, Untersuchungsausschüssen, was da in Wahrheit auch an Zeit verschwendet wird, um positiv relevante Dinge, die Menschen betreffen, zu diskutieren, das steht meiner Meinung nach in keinem Verhältnis. Und wenn wir diesen Kulturwandel nicht schaffen, dann wird es auch nicht gelingen, das Vertrauen der Bürgerinnen zurückzugewinnen. Sie merken, es gibt Zustimmung im Publikum zu dem, was Sie sagen. Trotzdem, ich weiß nicht, sollen wir wirklich Mitleid mit den Politikern haben? Geht es wirklich darum oder geht es nicht darum, vielleicht bei der Rekrutierung von Politikern irgendwie das anders zu machen? Vielleicht geht es auch einfach darum, Politiker besser zu bezahlen, als wir sie heute bezahlen. Traut sich das jemand zu sagen? Na, das ist sicherlich ein Argument, gerade wenn man auch gute CEOs in der Politik haben möchte, dann also viele verdienen ja dann wirklich um vieles, vieles weniger und machen das dann nur mehr am Ende ihrer Karriere, weil es dann wurscht ist, was nachher ist, aber einer, der mitten im Leben steht, der wird das nicht leicht machen. Und Dankbarkeit ist keine politische Kategorie, das wissen wir alle, und Mitleid braucht man auch nicht haben. Ich habe nur versucht, einfach zu erklären, warum es zu diesen Dingen kommt. Und wenn wir da keinen Systemwandel herbeiführen, und da sind wir in Österreich nicht die Einzigen, die damit zu kämpfen haben, dann schaffen wir uns oder dann schafft sich die Politik selbst ab. Ja, danke vielmals. Eine gewisse Rolle bei all diesen Dingen, wie wir schon gehört haben, spielen die Medien. Da gab es den Vorwurf, dass sie skandalisieren, da gab es die Frage, werden Leistungen entsprechend dargestellt, da gab es die Frage, wer soll sich wie über Inserate und Sonstiges fördern lassen, also eine Unmenge von Dingen, die am Tapet stehen. Liebe Martina Salomon, wie sehen Sie das? Also erstens kann ich alles unterschreiben, was die Silvia Grünberger-Fuhrmann sagt. Ich erlebe es, und ich bin seit über 40 Jahren Journalistin,
dass wir im Grunde, wir Journalisten, viel näher waren an der Politik und dass es mehr Backelei und ich glaube auch mehr Korruption gegeben hat vor 40 Jahren. Wir sind in Wahrheit transparenter und weniger korrupt und diese Küngelei, die es gab zwischen meinen Chefs und Chefredakteuren vor Jahrzehnten, die gibt es jetzt gar nicht mehr, schon allein deswegen, weil es viel mehr Medien gibt als damals. Jetzt ist es in eine andere Richtung gekippt, die, muss ich sagen, auch nicht gut ist und die ich im Kurier auch bekämpfe, dass es eine Schuldvermutung gibt der Politik und dass es eine Kriminalisierung gibt jedes Inserats und jeder Parteispende. Das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Entwicklung momentan. Wir sprechen auf der einen Seite Institutionen heilig und auf der anderen Seite kriminalisieren wir die Politik pauschal. Und dieser U-Ausschuss hat da schon auch eine giftige Melange erzeugt, muss ich sagen, weil man ist eine Auskunftsperson ist sofort quasi ein Angeklagter und man muss dort jedes Wort auf die Goldwaage legen, sonst hat man einen jahrelangen Prozess, ist quasi auch persönlich und auch nicht nur als Politiker, sondern auch als Privatmensch ruiniert, wenn man keinen gescheiten Job mehr beginnen kann und dass man irgendwie quasi ein Angeklagter ist, der sich was zu Schulden gekommen hat, jahrelang, bevor es überhaupt zu einem Verfahren kommt und dann zu einem, noch einmal jahrelang dauert es dann, ob es jetzt einen Schutzspruch gibt oder nicht. Das ist eine wirklich schlechte Entwicklung und es hat auch dazu geführt, dass plötzlich dieser U-Ausschuss alles, was dort an Unterlagen, und da hat auch der Verfassungsgerichtshof übrigens mitgespielt, dass alles, was nur im weitesten Sinne relevant sein kann, und das ist quasi alles, dorthin geliefert werden muss. Und alles, was in diesen U-Ausschuss hingeliefert werden muss, ist eine halbe Stunde später in den Medien. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Also da spreche ich jetzt gegen meine eigene Profession. Ich finde das ganz falsch. Und da ist auch ein Zusammenspiel von Anwälten und Opposition und auch Politik und auch deren Anwälte wieder, durchaus auch mit der Regierung, die das tagsfrei liefern an ihre befreundeten Plattformen. Das spielen ja auch sehr viele Social-Media-Plattformen, eine gegründet übrigens meiner Meinung nach unter missbräuchlicher Verwendung von Parteiakademie-Geldern, aber genehmigt vom Bundeskanzleramt, von der Regierung eigentlich ziemlich doof, muss ich sagen, das zu genehmigen. Die haben 800.000 Euro bekommen und das ist jetzt eine Denunziationsplattform, die auch mich ständig attackieren, wenn ich irgendwas sage, was nicht in ihr ideologisches Weltbild passt. Da haben natürlich auch die Social Media, also wir klassischen Medien spielen ja eine viel geringere Rolle, als wir es auch noch vor Jahrzehnten gespielt haben. Da sind ja auch die ganzen Social Media Blase, die Politik oder die auch anders meinen, die in einem Ausmaß jagt, das ist ja nicht mehr gesund. Also in die Politik zu gehen, da muss man schon echt einen guten Magen haben und so eine dicke Haut, wer hat das schon? Und andererseits, wir schauen nicht nach, welche Spenden eigentlich die NGOs bekommen. Wir schauen nicht nach, ob in der Stadt Wien die ganzen Holding- und ausgegliederten Unternehmen vielleicht auch irgendwas zu tun haben mit der Partei. Also ich glaube, man muss da schon ein bisschen... Ich bin sehr für Transparenz, aber ich bin auch für Persönlichkeitsschutz. Wir schützen überhaupt nicht mehr das Briefgeheimnis. Und wir schützen auch nicht mehr das Redaktionsgeheimnis übrigens. Also ich habe beim Thomas Schmidt völlig harmlos nachgefragt, bin bei du, weil der war bei der Gera Pressesprecher, ich kenne ihn ewig, wirst du jetzt eigentlich ÖBAG-Chef? Und er hat mir auch relativ harmlos zurückgeschrieben. Und das finde ich dann mit voller Nennung meines Namens als normal recherchierende Journalistin in den Protokollen wieder. Für mich relativ interessant noch dazu, ich habe ja den ganzen Chatverlauf noch gehabt, die Dinge, die den Thomas Schmidt entlasten könnten, und ich bin jetzt kein Freund von Thomas Schmidt, finde es aber witzig, was da alles abgelaufen ist, die kommen dann nicht vor im Protokoll, was ich auch ganz interessant finde. Und der Thomas Schmidt selber, also der Beschuldigte in diesem Fall, hat keine Einsicht in diese Protokolle und auch nicht mehr in seine eigenen Chats. Also ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es gibt auch gleichzeitig eine verpolitisierte Justiz, was ich auch für einen ganz, ganz schlechten Zustand im Moment halte. Und wenn jetzt Leute wie die, wenn jemand sagt, es gibt ein Klima der Angst, man traut sich die Wirtschaftskorruptionsstaatsanwalt auch nicht mehr zu kritisieren, weil die werden auf die Seite geräumt, dann werden diese Personen gejagt. Also das kann es ja auch nicht sein. Liegt auch an, finde ich, es ist auch eine Aufgabe der Justizministerin, da wieder für Ordnung zu sorgen. Da ist durchaus auch eine Schieflage, nicht nur in den Medien, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Justiz. Ich glaube, da ist ganz schön viel zu tun und wir müssen schon aufpassen, die Politik nicht pauschal zu kriminalisieren.
Danke vielmals, auch Zustimmung, wie man hört. Herr Dr. Scheuch, die Wirtschaft am Ende, aber wenn man den Vorwurf sich von vielen Bürgern anschaut, dann hört man manchmal, dass inzwischen die Politik eigentlich nur mehr sich um Wirtschaftsinteressen kümmert und nicht mehr um die Interessen der Bürger. Diesen Vorwurf gibt es ja allerorten, auch in Österreich. Stimmt das? Sehen Sie das auch so oder würden Sie nicht eher sagen, Sie haben auch ein Problem mit der Politik? Also ein geflügeltes Wort am Beginn, die Wirtschaft am Ende. Aber Herr Botschafter, bevor ich auf das zu sprechen komme, erlauben Sie mir ein paar allgemeine Statements. Der Titel der heutigen Diskussion erstaunt mich ein bisschen. Wie können wir in der Demokratie das Vertrauen in die Politik wiederherstellen? Sehr einfach, mit mehr Demokratie, mit mehr Demokratie. Die Beantwortung dieser Frage ist in der Frage enthalten. Und ich sage Ihnen auch etwas sehr Persönliches. Danke für die persönlichen Worte am Beginn. Ich bin aus dem Mölltal und ich war auch am Wochenende im Mölltal, um 11 Uhr morgens, weil meine Kollegen und Freunde Bergbauern mich gebraucht haben zum Heumachen, also zum Heugen, wie wir sagen. Und Herr Botschafter, ich war da. Ich war da. Damit will ich eines sagen, Respekt und Vertrauen sind zwei Werte, die uns abhanden gekommen sind und die es gilt, meines Erachtens, unabhängig von allen großen Diskussionen, die derzeit stattfinden in der Tagespolitik, einmal zu verinnerlichen. Wenn ich nicht einhalte, was ich sage, dann habe ich ein Problem. Und dieses Problem, glaube ich, ist für uns alle ohne Medien, ohne Politik, relativ klar ergründbar und sehbar. Es kann doch bitte nicht sein, und die zwei Vertreter aus dem kirchlichen Bereich möchten mir das jetzt verzeihen, dass die Lüge und der Betrug Kavaliersdelikte werden. Das geht doch nicht. Das darf nicht sein. Und es lohnt sich, Herr Botschafter, für die Demokratie zu kämpfen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, für Werte zu kämpfen. Und ich sage Ihnen auch warum, weil das die Wirtschaft tut. Wir tun es. Wir tun es jeden Tag. Wenn ich um 10 Uhr am Berg bin am Sonntag, dann tue ich es wegen meiner Freunde. Wenn ich heute im Büro bin in Wien, mache ich das selbstverständlich für unsere mittlerweile über 19.000. Weil ich sie liebe, weil ich sie gern habe, weil ich sie schätze. Alles christliche Basisprinzipien, die uns heute alle abhanden gekommen sind. Alle. Und wir reden und wir reden und wir reden, aber wir besinnen uns nicht auf die eigentlichen Werte. Das ist es eigentlich das Grundproblem. Wir versuchen alles mit neuen Gesetzen, Verordnungen und alles Mögliche zu regeln. Wir machen es nur noch schlimmer. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir müssen nur die Demokratie leben. Die Demokratie braucht Kontrolle, absolut richtig. Verzeihen Sie mir, wenn ich das ein bisschen mit Ironie sage, dass sich die Politik selbst kontrolliert, ist vielleicht ein bisschen schmunzelt, bringt mich zum Schmunzeln. Aber lassen Sie mich konkret werden und einige Ideen mitgeben. Die internationalen, die europäischen, die österreichischen Gesetzgebungsstellen überfluten uns förmlich, also auch die Wirtschaft und vor allem jetzt spreche ich als Vertreter eines Unternehmens, mit Richtlinien, mit Regeln. Heute fasst man das zusammen im Amt Österreichisch und Deutsch unter ESG. Environmental, Social und Governance. Nachhaltigkeit, wenn man so schön sagt. Über das könnte man auch noch ein bisschen sprechen, aber zur Governance. Ich bleibe nur dort. Ich halte mich nur in diesem Bereich auf. Compliance, Ethik. Es gibt alles. Eine Fragestellung, die ich heute habe, nicht an die Kolleginnen hier am Podium, sondern allgemein. Warum hält sich die Politik eigentlich nicht daran? Warum? Warum? Wir halten uns daran. Wir publizieren jedes Jahr Berichte.
Es ist nicht nur Geschäftsberichte eines börsennotierten Unternehmens, sondern auch Nachhaltigkeitsberichte, wo wir ganz klar alles hineinschreiben, wo es messbar ist. Ist das ein Problem? Nein. Warum soll es politisch ein Problem sein? Die Transparenz, da bin ich mit der Kollegin absolut überein, ist ein Basiselement unseres wirtschaftlichen und unseres gesellschaftlichen Verständnisses. Ich komme zu den zwei Werten zurück, Respekt und Vertrauen. Wenn ich das nicht habe, gibt es keine Beziehung. Gibt es keine Beziehung. Kann es keine geben. Und das ist meines Erachtens, da sollten wir uns einmal darauf besinnen. Ich finde, ich mache bei allen großen Diskussionen mit, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir vergessen in dieser Zeit, dass es diese Werte sind, die uns weiterbringen werden. 500 Kilometer von hier entfernt, wissen wir doch alle, kämpfen Leute um die Freiheit. Sie kämpfen dafür. Es ist ihnen wert, dafür zu kämpfen. Ich sage nicht, ich fordere niemanden auf, hier zu kämpfen, hier in Österreich. Aber ich sage nur, wir haben eigentlich alle die Verantwortung, für mehr Demokratie zu sorgen. Und das demokratische Grundrecht des Wählens, das muss man uns auch dann geben im Endeffekt. Das ist das einzige Recht, was wir haben, wenn wir politische Parteien auswählen. Und natürlich muss die Politik aus der Ansage ins Tun kommen. Weil sie ist vielerorts in der Ansage und ins Tun. Und die Verantwortung, weil Sie das angesprochen haben, was das Wirtschaftliche betrifft, wir stehen Verantwortung. Jedes Quartal an der Börse, jedes Quartal. Der Investor, wenn man das so betrachtet, kann uns immer fragen, wir sind immer verfügbar. Es ist nicht so viel Unterschied zur Politik. Natürlich müssen wir nachdenken, das kann ja auch die Politik. Sie zwingt sich ja in Tagesthemen hinein. Sie zwingt sich selbst hinein. Sie muss es nicht. Und deshalb sage ich, wenn Sie heute sagen, warum haben wir eine Krise, die haben Sie selbst heraufbeschwört. Und eines noch zum Abschluss, ich sage das ganz klar und deutlich. Ich finde, dass die Politik und alle Vertreter der Politik besser bezahlt werden sollten, transparenter. Das heißt, ich bin auch für eine Bonifikation der Politikerinnen und der Politiker. Wenn sie das gut machen, sollen sie mehr verdienen. Und das ist ja auch nachhaltig messbar. Also ist ja alles kein Problem. Wir sind ja reife Menschen, die das eigentlich entscheiden könnten. Und noch einmal, ich betone es abschließend. Wenn wir Werte mit Füßen treten, dann können wir kein Vertrauen kreieren. Danke vielmals. Ich habe auch den Eindruck, das Thema der Nachhaltigkeit ist in der Wirtschaft schon weiter als in der Politik in manchen Bereichen. Ist vielleicht auch komplizierter. Zum Wort Respekt. Sie haben völlig recht, sicher. Aber wie soll man Respekt empfinden, wenn man sich manche der Chats von Herrn Schmidt anliest? Das ist menschenverachtend, was da drinnen steht. Das muss man ehrlich sagen einfach. Bei allem Verständnis, dass die Politik oft zynisch sein muss und dass es schnell gehen muss und dass man Entscheidungen treffen muss. Aber da ist Menschenverachtung drinnen und das ist nicht akzeptabel. Aber das, glaube ich, sind wir uns ohnehin klar. Und als gefragt wurde im Demokratieindex, was denn ein Politiker machen soll, ist die Antwort gewesen, er soll Ehrlichkeit, Respekt vor der Justiz und dem politischen Gegenüber, arbeiten für das Land und nicht für den eigenen Freundeskreis, weniger Macht und mehr Unrechtsbewusstsein. Das würden wir, glaube ich, alle unterschreiben. Nur müssen wir den Weg dahin besprechen und ich würde gerne in der zweiten Runde, bevor ich ans Publikum gebe, schon die Frage stellen, wie wird das Vertrauen gesteigert? Was kann jeder in eurem Bereich dazu beitragen, um dieses Vertrauen und auch den Abstand zwischen der Politik und dem Bürger zu reduzieren? Was ist möglich? Also ich denke mir, und das denke ich mir, seit ich im Club tätig gewesen bin, im Parlament, wieso weiß vermutlich auch hier kaum jemand, wer sein Abgeordneter im Parlament ist? Kann mir irgendjemand hier sagen, ob er weiß, wer sein Abgeordneter im Parlament ist? Das darf doch eigentlich nicht sein. Ich weiß es auch nicht, wer mein Abgeordneter ist. Das liegt am Wahlsystem, das liegt am Wahlrecht. Darf ich dazu was sagen? Bitte, das ist ein bisschen ein Wiener Phänomen. Mhm. Das muss ich ehrlicherweise sagen. In den Bundesländern funktioniert das viel, viel besser und ganz anders.
fängt schon damit an, dass in den Wahlkämpfen, also mit Corona ist das ein bisschen überworfen worden, aber in den Wahlkämpfen wirklich, egal ob das Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen, Nationalratswahlen sind, werden in den Bundesländern noch wirklich Hausbesuche gemacht. Was insofern natürlich leichter geht, als dort viele Menschen auch in Häusern leben und nicht in Wohnungen, dass man leichter Zugang hat, dass jeder jeden kennt, eine dörfliche Struktur sozusagen von vornherein schon mehr Transparenz bietet. Die Herausforderung, den direkten Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern zu suchen, ist in Ballungszentren in einer Großstadt einfach viel schwieriger. Aber soll keine Ausrede sein, sondern man muss dort einfach Möglichkeiten finden, wie man trotzdem den Dialog schafft und die Begeisterung herbeiführt, dass Menschen mit Politikern überhaupt reden wollen und sich nicht denken, eh wurscht, bringt nichts, Trottel oder was auch immer. Ja, man hat ja verschiedenste Gedanken. Also darum geht's. Und das hängt oder steht und fällt mit der Reputation, die ein Politiker hat. Und Politiker haben momentan einfach keine gute Reputation. Und an der zu arbeiten, ist meiner Meinung nach der Schlüssel. Und wenn nicht alle Parteien, Regierungsparteien wie Oppositionsparteien, sich dieser Aufgabe stellen, wird es auch nicht gelingen. Frau Ministerin, der Rauscher hat, glaube ich, gestern oder vorgestern geschrieben, es gibt einen Feigheitspopulismus der österreichischen Politiker, die immer sich anschauen, wo ist gerade die Mehrheitsmeinung und dieser Meinung laufen sie nach. Ist das Teil unseres Problems in Österreich? Also das glaube ich jetzt nicht, sondern es geht ja auch darum, dass man, also man darf das, was Sie jetzt beschreiben, nicht verwechseln damit, dass man ja die Sorgen und Ängste der Bevölkerung auch wahrnimmt, auf diese reagiert und folglich auch Maßnahmen trifft. Ja. Ich glaube generell, wie kann man das Vertrauen wieder stärken. Ich glaube, wann vertraue ich denn einem Menschen? Zum einen, wenn das passiert, was er sagt, das eintritt. Ja? Und das hat tatsächlich gelitten, auch in der Corona-Pandemie, weil man ganz ehrlich sagen muss, und dass wir so weit kommen, das so offen auszusprechen, hat eine Zeit gedauert. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, was als nächstes auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was die nächsten Mutationen sind. Wir wissen nicht, wie stabil des Gesundheitssystems auffangen wird. Wir wissen es einfach nicht. Ja? Und das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidungsgrundlage und hat ganz viel zunichte gemacht. Zum Zweiten ist auch etwas passiert, was Frau Grünberg auch angesprochen hat. Es hat sehr die Nähe auch einfach zu den Menschen gelitten. Also ich bin der Oberösterreicher, bin wirklich leidenschaftlich gern am Land, bin leidenschaftlich gern auch auf Zeltfesten und mit der Marktmusik und mit allen. Und also ich mag das gerne. Und das war alles nicht möglich. Das heißt, der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern war sehr eingeschränkt. Mir hat das persönlich auch in meiner politischen Arbeit ist das sehr, sehr schwer gefallen in den 2 Jahren, weil du wirklich nur online und digital. Und ich glaube, das ist auch einfach nicht gesund, weil du irgendwie wirklich den Bezug zu den Menschen auch außerhalb von Wien verlierst. Zum Dritten glaube ich, Sie mögen es mir nachsehen, dass ich das natürlich gerne unterstreichen möchte, dass man nicht die Politik im Generellen kriminalisieren darf. Ja. Ich glaube, es ist aber ein sehr schweres Umfeld geworden. Nehmen wir wieder das Beispiel eines Abgeordneten im Hausruckviertel aus meiner Gegend. Da kommen Menschen mit ganz berechtigten Anliegen, die sagen dann, Herr Abgeordneter, kannst mir nicht helfen, für meinen Sohn einen Zivildienstplatz zu finden. Da, der möchte gerne im Landwirtschaftsministerium was machen. Dann kommt zu mir, ist letztens einer gekommen und sagt, mein Sohn hat Down-Syndrom, ich engagiere mich in der Down-Syndrom-Community aus einer persönlichen Betroffenheit heraus und sagt zu mir, ich brauche halt einen Heimplatz in Vöcklabruck. Kannst mir da helfen? Mein Gott, und früher hätte ich gesagt, ja, ich bemühe mich, ihr kennt da wen, da rufe ich an und da schauen wir, vielleicht können wir was tun. Und heutzutage muss ich sagen, es tut mir leid. Ich kann nichts tun, weil es könnte als unzulässige Intervention eines Politikers aufgefasst werden. Und das ist ein Trauergespür. Ja? Und also da möchte ich nur sagen, so weit sind wir irgendwie gekommen, das ist bei den Abgeordneten im Nationalrat ist das ein Riesenthema, weil die sind direkt bei den Menschen. Die wollen ja unbedingt die Anliegen in die Bundespolitik tragen und zum Land Oberösterreich und zu mir tragen.
Und das ist, und stellen Sie sich vor, Sie schreiben das dann auch noch in einem E-Mail. Und das ist etwas, was schon irgendwie traurig ist und was ich mir persönlich auch nicht eingestellt habe, als ich in die Politik gegangen bin. Und einen Punkt möchte ich noch anbringen. Ich glaube, es geht auch darum, vielleicht, dass man, ich glaube, wir haben ja viel von Werten gesprochen und ich glaube, Vertrauen stärkt man dann, wenn ein Mensch, wenn die Bürgerinnen und Bürger wissen, wofür stehst du als Politiker? Für was für Werte stehst du? Und dazu gehört meines Erachtens auch, dass man nicht allglatt ist, sondern vielleicht auch ein bisschen einfach sich darstellt, wie man halt ist, ja, und vielleicht auch seine Familie. Und ich bin, mein Sohn ist jetzt 11 Monate alt, ich war schwanger, während ich im Amt bin, ich habe ein Kind gekriegt, während ich im Amt bin. Das prägt alles meine Politik. Ich bin Frauen- und Familienministerin, ja. Also ich wollte unbedingt, dass wir diese Kinderbetreuung ausbauen, ja, ich will unbedingt, dass wir die Väterbeteiligung steigern. Mein Mann ist in Karenz und das ist alles nicht so leicht für ihn. Sei es drum, das prägt mich alles, nur ich kann darüber, außer eines vielleicht geschützteren Rahmen wie da, nicht darüber sprechen, weil ich stehe unter Personenschutz. Ich habe immer zwei ganz, ganz großartige oder drei Menschen von der Cobra mit. Ich kann kein Büdel machen von meinem Mann, ich kann kein Büdel machen von meinem Sohn, ich mag den Namen von meinem Sohn sagen. Ich kann ganz schwer über mein Privates sprechen und da sozusagen, da muss man ganz stark schauen, wo man Grenze lässt. Und das, glaube ich, führt dann auch oft dazu, dass Menschen das Gefühl haben, du bist null nahbar. Du bist kein Mensch, du bist irgendein, oder wie man ganz uns Frauen sagt, eine Sprechpuppe. Das sagt man übrigens auch nur zu Frauen, aber egal. Also, und ich glaube, das ist halt auch noch eine Herausforderung, wenn ich so eben persönlich sprechen darf. Und ich würde gar nicht jammern, weil ich habe mich selbst entschlossen, in die Politik zu gehen. Und deshalb ist es meine eigene Entscheidung, dass ich das alles mache, nach wie vor. Und dann nimmt man das alles in Kauf. Ja, und darf man nicht jammern, aber ich wollte Ihnen nur kurz ein bisschen an Insight gerne auch aus meiner persönlichen Erfahrung geben. Danke vielmals. Liebe Frau Knössl, soll man irgendwie stärker auf das persönliche Leid der Politiker auch eingehen, auch wenn man Transparenz verlangt, oder ist Ihnen das völlig egal? Ich würde gerne zur Frage, die uns da insgesamt gestellt ist, wie können wir in der Demokratie das Vertrauen in die Politik wiederherstellen, eine kleine Geschichte erzählen, die wir wirklich so miterlebt haben und die auch dort anschließt an das, was hier alles bereits wirklich auf den Punkt gesagt wurde, dass die Politiker natürlich mit einer Generalverurteilung schon ihren Beruf antreten. Und wir uns auch fragen, welcher junge Mensch entscheidet sich für einen Beruf, wo er weiß, er hat einmal zuallererst einen Generalverdacht, nämlich dass er korrupt ist. Weil warum sonst macht er denn das? Fürs Geld wohl nicht, ja, weil wir wissen alle, in der Wirtschaft kann man mit gleichem Einsatz besser verdienen. Das sind wir bei all diesen Themen, die wir schon angesprochen haben. Und das hat mich persönlich sehr berührt. Das war ein sehr engagierter junger Bürgermeister, der in der Slowakei von seinem Ort gewählt wurde. Und sehr bald hat er im Amt festgestellt, dass sich jeder von ihm gedacht hat, ganz automatisch, er sei korrupt. Der Mensch war aber ureigenst ein integrer Bursch. Und hat sich gedacht, was kann ich denn dagegen tun, dass das aufhört, dass meine Bürger sehen, dass ich nicht korrupt bin, dass ich mein Amt ordentlich ausübe. Und tatsächlich hat er sich die Mühe gemacht, sehr frühzeitig schon auf seiner Homepage jeden Auftrag, der gekommen ist, dort transparent zu machen. Er hat jeden eingetragen, er hat bei jeder Vergabe, war viel administrativer Aufwand, gebe ich zu, und das ist halt die Downside unter Anführungszeichen von weiteren Regularien, hat jeden Auftrag eingetragen, hat neben jedem Auftrag dazu geschrieben, warum er den jetzt so vergeben hat. Und nach 2 Jahren haben ihn seine Bürger geliebt und geschätzt. Also die Transparenz kann schon wirklich viel.
aber sie braucht natürlich auch sehr viel Mut, ja, und auch noch ein Stück Kapazität, richtig ist. Sie braucht auch grundsätzlich Vertrauen. Wir sind mehrfach enttäuscht worden. Wir haben von Leuten gehört, die gegen Korruption gefochten haben. Dann hinterher waren sie wahrscheinlich eine der schlimmsten von allen. Es braucht solch das Pendel muss sich ein Stück dagegen wieder bewegen, damit dieses Vertrauen bei uns wieder entstehen kann. Und wir müssen dieses Vertrauen haben, dass es diese sogenannten Ausnahmepolitiker gibt, alleine dieser Name, nicht, die tatsächlich nur für ihr Land agieren und die tatsächlich nur unterwegs sind, weil sie das Beste für die von ihnen Gewählten und auch die von ihnen nicht Gewählten wollen. Das sind die Bürger, die Politiker, die wir uns als Bürger wünschen. Menschen, die von sich heraus das Richtige tun. Aber wie können wir das erreichen? Also einerseits halt durch die Transparenz und daher kämpfe ich in meiner Freizeit, ich habe ja einen Vollzeitberuf daneben, für die Transparenz und andererseits eben auch durch diesen Gesellschaftswandel, der jetzt gerade im Gange ist. Und ich wurde vor kurzem gerade bei der Mitgliederversammlung gefragt, ob denn diese vielen Skandale schrecklich sind und nein, es ist gut, dass sie hervorkommen, weil sie tragen zu diesem Gesellschaftswandel bei. Also es zeigt sich schon, dass wir alle an der Urne dann hoffentlich mal denjenigen abstrafen, der tatsächlich korrupt ist und jenen belohnen, der tatsächlich sich um transparentes, integres Führen unseres Landes bemüht. Aber Korruption ist schon ein Straftatbestand. Ein absoluter Straftatbestand. Ja, also ich möchte auch sagen, also ich möchte nur sagen, wenn Sie sagen, jene werden abgestraft, die korrupt sind. Also ich möchte schon einmal darauf hinweisen, dass wir das Wort Korruption mittlerweile verwenden für irgendwie alles, was sozusagen nicht, also nicht unseren Erwartungen entspricht. Also für mich ist Korruption ein Straftatbestand. Da gibt es Gerichte, die darüber urteilen, ob jemand ein korruptes Verhalten an den Tag gelegt hat oder nicht. Das ist richtig. Das gilt dann meistens nur für den Einzelnen und für das Individuum. Ja. Letztendlich die Partei, die den Betreffenden aufgestellt hat, kann ich nur so abstrafen. Als Wähler, nicht? Als Wähler kann ich natürlich auch meine Vorzugsstimme geben, aber letztendlich muss der Bürger so aktiv sein, dass er eben seine Stimme erhebt, dass er bei diversesten Initiativen mitmacht und darüber hinaus letztendlich auch, dass wenn er nicht zufrieden ist mit den Individuen, die aufgestellt wurden, dass er da auch seinen Denkzettel gibt. So anders kann es gar nicht funktionieren. Ich finde ein schöner Punkt, dass man auch vom Bürger jetzt so weit sind, dass man sagt, der Bürger muss etwas tun dafür, er muss die Partizipation einfordern, sonst wird die Änderung sehr kompliziert werden. Seit heute läuft wieder ein Verfahren gegen den ehemaligen Vizekanzler Grasser, ein Finanzstrafverfahren. Und der ORF hat heute Mittag eine Diskussion gebracht über die Frage, sollte das öffentlich sein oder nicht öffentlich sein? Wie ist denn da Ihre Position dazu konkret, Transparency International? Soll ein Finanzstrafverfahren öffentlich geführt werden, wie da jetzt diskutiert wird, oder soll das nicht der Fall sein? Grundsätzlich ist die Öffentlichkeit von Verfahren eine ganz heilige Kuh in Österreich und auch, glaube ich, eine Errungenschaft, dass es keine Geheimjustiz gibt. Die Geheimjustiz hat erinnert uns an ganz, ganz dunkle Zeiten. Wir wollen öffentliche Verfahren. Es gibt natürlich sensible Bereiche, wo es zu einem Ausschluss der Öffentlichkeit kommen muss. Und dass insgesamt dieses Thema einerseits das Bedürfnis nach Datenschutz, nach Privatsphäre auf der einen Seite und das Bedürfnis nach Transparenz und Öffentlichkeit wirklich ein Interessensgegenpaar sind, braucht, glaube ich, also ist jedem transparent. Das, was wir von Transparenz
Transparency wollen, ist im Grunde den gläsernen Staat und nicht den gläsernen Bürger. Ja, wir hätten gerne einen gläsernen Staat, aber trotzdem die Privatsphäre des Einzelnen gewahrt. Das Problem bei den Politikern dann noch ist, es wurde schon angesprochen, die haben natürlich so viele Gegner und von so vielen Seiten gibt es Leute, die ihnen sozusagen schon einfach auch vom Berufswegen quasi Prügel vor die Beine werfen wollen, dass so viel in die Medien geleakt wird. Und Entschuldigung, geleakte Informationen, das ist nicht die Transparenz, die ich mir als Anwältin und als Transparency wünsche. Ich möchte transparente Informationen, weil sie eben regulär veröffentlicht werden und man ihnen nicht hinten nachlaufen muss. Ja, also geleakte Informationen stellt mir alle Haare auf, das ist jedes Mal ein Amtsmissbrauch dahinter. Das darf nicht sein und das gehört auch abgestellt in diesem Land. Aber das kann man nur durch Transparenz wieder abstellen, weil da wird das Informationsbedürfnis befriedigt. Ja, danke vielmals. Ich glaube, wir müssen schon vom Bürger auch den Kulturwandel einfordern, den Sie ansprechen. Wenn wir in einem Land leben, wo immer noch die Mehrzahl der Menschen nicht möchte, dass ihr Gehaltszettel bekannt wird anderen, dann stimmt irgendwas nicht. Da können wir jetzt noch so viel Transparenz in der Politik verlangen. Wir selber sollten auch einen Beitrag dazu leisten eigentlich. Ja. Aber ich bin der Moderator, Frau Grünberger. Was machen wir, um das Vertrauen zu stärken? Also ich glaube schon, und da knüpfe ich jetzt bei der Verantwortung des Bürgers und der Bürgerin an, dass es steht und fällt mit den handelnden Personen, die das Volk auch in die Politik wählt. Also Politiker sind ja Volksvertreter und es liegt auch in der Verantwortung des Einzelnen, erstens zur Wahl zu gehen, seine Stimme abzugeben und dann mit seiner Stimme auch die Verantwortung zu übernehmen, integre Persönlichkeiten zu wählen und nicht auf jene hereinzufallen, die heute das eine versprechen und morgen das Gegenteil nicht einhalten oder tun und sozusagen auch sorgsam damit umzugehen, wenn man das Vertrauen schenkt. Aber ich bin jetzt die Letzte, die komplette Verantwortung zurück an das Volk delegieren möchte. Aber die Politik und die handelnden Personen sind schon auch ein Seismograf des Volkswillens, weil die Volksvertreter haben diese Persönlichkeiten gewählt. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, und egal, ob es jetzt sozusagen am rechten Rand eine Mehrheit gibt oder in die andere Richtung. Putin ist von einer Mehrheit der Russen gewählt worden. Naja, also wollen wir jetzt nicht in Österreich russische Verhältnisse hervorrufen. Aber das ist jetzt einmal, das ist jetzt sozusagen der eine wesentliche Faktor. Die amerikanischen auch. Ja, auch, stimmt. Der zweite Faktor ist sicherlich auch, aber ich glaube, da ist in diese Richtung auch extrem viel passiert in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, einfach ein anderes Bewusstsein bei handelnden Personen in der Politik auch herbeizuführen, dass man eben nicht mehr schalten und walten kann, wie man möchte, im Guten wie im Schlechten. Weil sozusagen einen Therapieplatz irgendwo zu besorgen, dass das ein Herzensanliegen ist, dem man gerne nachkommen wollen würde, das ist absolut verständlich. Und ich glaube, es gilt, eine Regulatorik zu schaffen, wo das eine das andere nicht ausschließt. Ja? Und Korruption eben kein Kavaliersdelikt ist, aber trotzdem Menschen in der Not geholfen werden kann. Wahrscheinlich ist ein Abend gar nicht ausreichend, um die Diskussion darüber zu führen, aber es braucht Politiker, die Menschen mögen, die selber integer sind. Es braucht meiner Meinung nach mehr Unabhängigkeit in der Politik, wenn wir in der Politik Politiker sitzen haben, die eben nicht von Parteien, nicht von Systemen und auch nicht vom Einkommen abhängig sind, dann wird die Bereitschaft, mutige Entscheidungen zu treffen, eine viel, viel höhere werden. Und wahrscheinlich braucht es auch die Medien mit an Bord, die
vielleicht sogar eine gewisse Fehlertoleranzquote erlauben, aber nicht, wenn es darum geht, irgendwo ein Auge zuzudrücken, sondern wenn es darum geht, dass ein Politiker sagt, ich brauche jetzt 3 Tage Zeit, ich möchte mir darüber Gedanken zu machen, oder nicht verurteilt wird, wenn er sagt, ich sehe das Problem, aber ich habe heute noch keine Lösung, geben Sie mir 2 Tage Zeit. Das ist eine Kultur, die wir in Österreich nicht haben, die es aber braucht, um einfach sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Nicht mal ein Elternteil ist in der Lage, seinem Kind innerhalb von 2 Minuten auf alle Fragen dieser Welt eine Antwort zu geben. Mhm. Und von einem Politiker verlangen wir das. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, aber auch bei der Politik selbst, die dann auch den Mut hat, zu sagen, ich weiß jetzt etwas nicht oder ich kann jetzt etwas nicht oder wir entscheiden das eben erst in einer Woche. Also das ist ein bisschen die Katze, die sich in den Schwanz beißt, aber irgendwann muss man anfangen. Ja. Danke, ich glaube, das hören wir alle gern, dass wir Politiker gerne hätten, die etwas mehr Mut haben, aber der Mut muss dann auch belohnt werden, sonst wird es nicht in diese Richtung gehen, die Entwicklung. Ja, was machen die Medien, damit das Vertrauen wieder aufgebaut wird? Die Rolle der Medien ist eigentlich nicht Vertrauen schaffen. Die Rolle der Medien ist, ihre Produkte verkaufen und vielleicht ein bisschen auch noch Information dabei. Natürlich ist es eine schlechte Entwicklung, wenn ich so manches ORF-Interview anschaue, wo man schaut, möglichst einen unterhaltsamen Schlagabtausch zu haben mit einem Politiker, statt dass man schaut, was will er eigentlich uns oder den Zusehern sagen. Also diese Eitelkeit mancher Entertainer, also Journalisten, die sich eher als Entertainer und Aktivisten sehen, das finde ich eine schlechte Entwicklung, das versuche ich auch im Kurier zu verhindern. Und ich habe auch, wie ich vor 4 Jahren Chefredakteurin geworden bin, gesagt, ich will, dass aus keiner politischen Artikel mehr Häme herausfließt. Diese Häme halte ich für ein wahnsinniges Gift. Aber wenn man natürlich jetzt das Sittenbild anschaut, das aus diesen Chats herausfließt, dann macht man sich schon Sorgen um den Zustand der Republik, das muss ich wirklich sagen. Andererseits muss ich auch sagen, das gibt es in keinem Land der Welt, glaube ich, dass man sich über Zufallsfunde möglichst handelt bis zum Kanzlerhandy, damit ich den auch noch irgendwie schnappen kann. Also das ist auch ein bisschen problematisch. Also ich würde jetzt, also ich pflege nicht die Ausdrucksweise, die man da pflegt, und bei jedem Handy, das da jetzt konfisziert worden ist, habe ich noch geschaut, was habe ich mit dem gewhatsappt, und bei mir kommen solche Vokabeln nicht vor. Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles irgendwie, und die Frau Ministerin hat ja auch gesagt, es gibt ja auch noch kein Urteil. Ja? Es ist nicht alles korrupt, weil wer irgendwie unflätige Ausdrücke benutzt, die man nicht benutzen sollte, ja, völlig klar. Aber ich finde, man muss es auch, und da fand ich auch interessant, was Sie gesagt haben, man muss sich schon auch an die Bürger auch wenden. Der Bürger, der sagt, die sind alle ein korruptes Gesindel, aber zum Abgeordneten geht und sagt, du, ich brauche einen Zivildienstplatz für mein Burli. Ja? Also da ist dann wieder ein ganz, ganz anderes Bewusstsein für Korruption da. Wenn es einen selber betrifft, dann soll der Politiker gefälligst was machen, und wenn er es nicht macht, dann ist er ein Trottel. Ja? Also da muss das Bewusstsein insgesamt sich ändern. Und was man wirklich nicht übersehen darf, es ist seit 4 Jahren sind wir in einem Dauerkrisenmodus. Es gibt eine riesige Pandemie, es gab wahnsinnige Regierungskrisen, jetzt ist plötzlich ein Krieg, es wird die Inflation kommen mit ungeahnten Auswirkungen. Das heißt, die Politik ist jetzt in einem Dauerkrisenmodus, und da gleichzeitig zu verlangen, dass da ein Gesetz nach dem anderen rauskommt, ist auch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und speziell die ÖVP ist, die immerhin die Kanzlerpartei ist komplett in der Defensive, was dazu führt, dass sie aus lauter Angst sich auch keine mutigen Reformen mehr traut. Und ich gebe Ihnen völlig recht, man müsste nämlich auch jetzt dem Bürger irgendwann einmal sagen, hallo, es geht auch um Selbstverantwortung. Wo bleibt deine Leistung eigentlich? Wir schütten die Politik aus lauter Angst, wieder die nächste Tätschen zu kriegen von den Medien, aber auch von den Bürgern, macht viel zu viel Sozialpopulismus, traut sich viel zu wenig zu sagen, was jetzt Sache ist, weil irgendwann einmal am Ende wird das viele Geld, das da jetzt ausgeschüttet wird, und koste es, was es wolle, es gilt ja doch immer, wird irgendwer zahlen müssen, nämlich genau Sie wieder, beziehungsweise unsere Kinder und Enkelkinder. Also diese Wahrheit, die fehlt mir noch, und natürlich muss es jetzt auch langsam einen Mut zur Wahrheit geben, den Bürgern einmal reinen Wein einschenken zu können. Aber durch diese Defensivposition, in der gerade die Kanzlerpartei ist, wagt sie das nicht. Und das ist im Moment natürlich wirklich eine schwierige Situation.
Danke vielmals. Es müsste eigentlich eine wunderbare Zeit für die Wirtschaft sein, Herr Dr. Schorch. Koste es, was es wolle, sagt der Staat. Er tut alles, was er tun kann, damit die Versorgungssicherheit da ist. Ist es wirklich so eine tolle Zeit? Es kommt ganz darauf an, wie Sie das, aus welcher Sicht Sie das beurteilen. Also für die Wirtschaft ist es sicherlich eine sehr schwierige und herausfordernde Zeit, aus ganz anderen Kriterien. Ich habe einige erwähnt, das ist diese extreme Reglementierung, die kommt. Die Verteuerung, die wir auch selbst produzieren durch diese zusätzlichen Regeln, muss ich dazu sagen. Und natürlich auch eine, weil wir konfrontiert sind mit einem sozialen Wandel, und da möchte ich kurz einhaken, der gewaltig ist. Und die Politik beschäftigt sich mit dem überhaupt nicht. Und zwar deshalb, weil sie mit sich selbst beschäftigt ist und mit den Medien beschäftigt ist. Schauen Sie, wir haben heute einen gesellschaftlichen Umbruch, spezifisch in Europa, der dramatisch ist. Und einige Länder machen es besser, einige machen es schlechter, es ist kulturell unterschiedlich. Aber hier in Österreich haben wir auch ein riesiges Problem mit dem Thema Aus- und Weiterbildung, also Ausbildung. Ich kann nur ein demokratisches Grundverständnis in der Bevölkerung, vor allem bei den Jungen, herbeiführen, indem ich sie kontinuierlich ausbilde und heranführe. Demokratie ist etwas, was heißt Lernen, Lernen. Ich muss lernen, ich muss meine Verantwortung kennen, ich muss immer wieder daran arbeiten. Wissen Sie, wenn der Betriebsratschef der Wienerberger zu mir kommt und sagt, du Hemmo, in den und den Bereichen haben wir Riesenprobleme mit den Jungen, die können nicht lesen und nicht schreiben, dann weiß ich, was los ist. Und das ist so. Das ist nicht nur in Österreich so, das ist überall so. Da hat jemand versagt. Und das müssen wir uns einmal ganz klar und bewusst werden. Mein Appell der Werte ist ein solcher. Die Gesellschaft hat die nicht mehr. Da müssen wir aufpassen. Ja? Und da müssen wir hart arbeiten. Da ist wirklich alles, was wir da machen, nicht genug, weil das brauchen wir. Es geht um die Zukunft von Europa. Die Zukunft Österreichs. Da würde ich mir Gedanken machen, und da muss man sich einmal ganz von der Tagespolitik und von den Fanadern, von den wechselseitigen der und der und der und der, das brauchen wir nicht. Wir müssen uns einmal Gedanken machen, wie schaut Österreich in 30 Jahren aus? Ja? Wenn ich in den Saal schaue, meine lieben Freunde, wir sind älter. Ja? Da fehlt die Diversität. Entschuldigung, wenn ich das so offen sage. Ja? Aber da müssen wir in die Diskussion. Da draußen läuft ganz was anderes. Ja? Und das ist, wo die Herausforderung in Wahrheit liegt. Die zweite große Herausforderung, das sehe ich auch im Unternehmen selbst. Deshalb machen wir Mitarbeiterbeteiligung. Deshalb geben wir Aktien den Leuten. Weil 80% der Bevölkerung auf der Strecke geblieben ist in den letzten 20 Jahren. Die kommen nicht weiter. Wohlstand, wir reden immer über den großen Wohlstand, aber viele kommen da nicht weiter, weil das frisst ihnen auf. Die kalte Progression frisst in Österreich derzeit alles auf. Das sehe ich bei meinen Leuten in den Fabriken. Und das ist meines Erachtens ein Riesenproblem. Wir haben ein Problem. Und dann kommt natürlich ein gewisser Unmut. Heute hat jeder Politiker in Europa Angst vor den gelben Westen. Und die werden wieder kommen. Und die kommen aber gewaltig. Brauchst du euch nur das Ergebnis der Wahlen anschauen in Frankreich jetzt. Ja? Und es kommt noch Ärger. Und ich bin kein Pessimist, ich bin ein Optimist, wie man mich kennt. Aber wir müssen jetzt agieren. Wir müssen was tun. Und das Tun, das fordere ich von der Politik. Sie haben das gut formuliert letztes Mal, ich habe es mit dem Vizekanzler sehr offen, Sie können mir reden, ich bin klar geworden im Corona-Management. Ja? Nur, man sucht den Kontakt zu uns nicht. Zu uns, die Sprache des Volkes sprechen, wenn ich das so sagen darf. Wir sind keine abgehobenen Typen in der Wirtschaft. Wir haben zu tun mit den Menschen, die wirklich jeden Tag um 6 in der Früh in der Schicht sind. Und die gilt es auch die Bedürfnisse dieser Menschen nicht nur rhetorisch abzuholen vor der Kamera, sondern wirklich. Und das geschieht uns nicht. Und deshalb haben wir natürlich auch, und das ist eben von Land zu Land verschieden, auch einen gewissen Populismus, einen autoritären, der sich etabliert. Und auch davor warne ich, weil der wird immer stärker werden. Stärker, weil man braucht das, sagen die Menschen. Weil es muss was geschehen.
Das System schafft es nicht mehr, etwas an Veränderung zu tun. Ich gebe Ihnen nur ein letztes Beispiel. Ein Unternehmen, ob es groß oder klein ist, wenn es nicht innovativ ist und wenn es nichts tut, dann wird es bald nicht mehr da sein. Die Innovation ist das Wesentliche. Sie müssen sich immer wieder erneuern. Sonst kommt dieser Disruptive Change, so wie jeder sagt. Und dann haben wir die Startups, die das übernehmen. Das Startup wird dann auch ein bisschen älter und wird dann auch wieder, kommt in einen Reifegrad. Aber nur, was ich damit sagen will, die Veränderung muss Teil unseres Handelns und Tuns sein. Und nicht, man managt heute in der Politik den Status quo. Nichts anderes. Das sage ich sehr deutlich. Ja, und man geht viel zu wenig in die Zukunft und sagt, was mache ich aus diesem Land? Was will ich tun? Man handelt sich von einer Wahl zur anderen, ist logisch, da schießt man auf der Straße, da wird man gewählt und das war's dann. Natürlich verstehe ich die Problematik der Politik, ist ganz klar. Nur in einer Demokratie heute, in einer modernen, brauche ich was anderes. Der Bürger muss mit, oder die Bürgerin, damit ich das brav gendere heute hier am Podium als Quotenmann, muss ich das natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Ja, ich muss die Bevölkerung heranführen. Aus- und Weiterbildung und das Lesen und das Schreiben, nicht so wie beim Zigeunerbaron, ist nicht meine Stärke gewesen, das muss man nicht sagen, sondern das ist Grundsatz der Freiheit. Wenn ich das nicht habe, bin ich nicht frei. Und wir dürfen uns nicht jetzt in Österreich, vor allem in einem kleinen Land, das so exportabhängig ist und so viel braucht im Interaktiven mit der Wirtschaft und mit anderen Ländern und Regionen dieser Welt, brauche ich top ausgebildete Leute. Und nicht auf hohem Niveau, sondern überall. Und das ist Migration, das sind andere Themen, die hier eine große Rolle spielen. Wissen Sie, und noch ein, wenn Sie mir noch erlauben, etwas zu sagen. Diese unsägliche Diskussion bei den Staatsbeteiligungen und bei der Besetzung der Leute dort. Eine Schande. Eine große Schande. Ich zahle jeden privat aus der österreichischen Politik ein Ticket nach Oslo. Man sollte sich nur den norwegischen Staatsfonds anschauen. Das sind Leute aus der Wirtschaft, so wie ich, die müssen dort hingehen. Die müssen dort ein Mandat machen. Ja, das ist kein Problem. Das tun sie auch dem Staat und dem norwegischen Volk gegenüber. Nur ist das Transparenz groß geschrieben dort. Groß. Und nicht klein. Ja? Und da gibt es keinen politischen Interventionismus. Wenn da jemand was angreift, dann ist gefährlich. Da wird nach besten internationalen Compliance-Regeln gewirtschaftet und Governance-Regeln. Und nicht nach einmal zurufen, du, pass auf, mach das und das. Nicht? Und der kommt dort und dorthin. Ja? Und eines noch, verkauft man nicht das Volk als dumm, weil das verstehen sie alle. Ja? Jeder. Im hintersten Eck vom Mölltal verstehen sie das nämlich auch, was da läuft. Ich habe den Eindruck, wir werden, je später der Abend wird, desto ehrlicher in der Diskussion hier und desto offener in der Diskussion. Ich sage nur die Zahlen noch von diesem Demokratiemonitoring. Die Menschen im unteren Drittel fühlen sich als Menschen zweiter Klasse behandelt. 84%. Und die Folge davon ist, dass 40% davon glauben, dass irgendwelche unkontrollierbaren Mächte die Politik entscheiden. Also hier könnten wir ein wirkliches Problem bekommen, wenn wir die nicht mitnehmen. Bevor ich ins Publikum gebe, ich glaube, noch einmal, die Politik ist notwendig. Also ich muss jetzt einfach nur schon noch einmal meine Perspektive auf das, was Sie gesagt haben, einbringen. Ich bin in die Politik gekommen, ich war nie bei einer politischen Partei und ich war nie politisch großartig engagiert außer meiner Schulpolitik, sondern ich war in der Verwaltung und ich habe da viel mitgestaltet. Und die Politik hat mich begeistert, einfach weil ich gesehen habe, dass wenn man sich bemüht und wenn man was tut, dann hat man echt einen breiten Gestaltungsspielraum. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass das nach wie vor so ist und ich bereue den Schritt, in die Politik gegangen zu sein, wirklich keinen einzigen Tag. Günter Platt hat heute gesagt, er möchte keinen Tageslandeshauptmann missen, aber es gibt ein paar Tage, die möchte er nicht zum zweiten Mal erleben. Auch da habe ich ihn ganz gut verstanden. Aber ich glaube, wenn ich da auch unmittelbar darauf replizieren darf, es hilft auch nicht immer, dass man sagt, die Politik. Ja? Weil Sie haben jetzt 5 oder 6 Mal gesagt, immer die Politik.
Also ich glaube, ich möchte schon nochmal sagen, ich verstehe, wenn es Verfehlungen gibt und wenn man einfach eine Chats liest, wo man sich denkt, um Gottes Willen, wie redet man da miteinander, und das finde ich nicht in Ordnung. Aber ich möchte schon sagen, dass ich ganz, ganz viele großartige Politikerinnen und Politiker kenne, auf Gemeindeebene Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, junge, die sich engagieren in der Jugendpolitik, in der Schülervertretung, in der Studentenpolitik. Und das darf man einfach nicht vergessen. Und deshalb finde ich das so schrecklich, wenn man immer sagt, die Politik. Ja? Und dann alles Kollegin, in einem Atemzug. Dann darf ich Sie kurz unterbrechen. Mein Zugang ist nicht, dass ich ein Pauschalurteil fälle. Und sicher nicht gegen Sie persönlich. Nur eines müssen Sie mir zugestehen. Die Umgangsformen, die Sie haben derzeit, Wer denn Sie? Ja, Sie schon. Wenn man die Nationalratsdiskussionen und die ganzen Diskussionen anschaut, ja, sind die nicht vorbildhaft. Ja. Auch ich würde mir vielfach einen anderen Umgang wünschen. Ja, das ist richtig. Ich glaube, was man tun kann, ist nur, das System von innen heraus auch zu verändern. Und wenn wir sozusagen es nicht schaffen, dass wir weiterhin, gerade bei den Jungen, die Lust, Politik zu machen, hochzuhalten, dann wird es irgendwann schwierig, weil dann werden wir sozusagen keinen Nachwuchs mehr haben, die sich das sozusagen auch antun, den Schritt in die Politik zu gehen. Ich sage Ihnen ein weiteres Beispiel, weil Sie auch von politischen Interventionen und Transparenz in hohen Führungsfunktionen sprechen. Ich bin immer, weil ich so verwaltungsgeprägt bin, ein totaler Fan von diesen, von vollkommenen Experten drum Transparenz über selber in der Wissenschaft. Das halte ich alles für sehr relevant und wichtig. Was es nicht sein darf, ist, dass wenn sich ein Mensch einmal in seinem Leben politisch engagiert und womöglich eben in einer Schulpolitik war oder mal bei der Aktion kritischer Schülerinnen war, das ist eine SPÖ-nahe Organisation, oder bei der jungen ÖVP war, dass er dann ein Lebtag lang einen Stempel drauf hat und für keine einzige Position mehr beispielsweise in einem Staat, in einer staatsnahen Beteiligung mehr in Frage kommt, weil es immer eine politische Schiebung ist, wenn man sich auf sowas bewirbt. Das wäre mir nur ein Anliegen, weil ich einfach wirklich viele junge Menschen sehe, die vor dem Angst haben jetzt, weil sie sich denken, na, um Gottes Willen, am besten ja nicht mit der Politik anstreifen, weil womöglich mache ich mir da irgendwo auch eine Türe wieder zu. Ich glaube, das wäre wichtig. Und was mir auch noch wichtig ist, also, weil Sie gesagt haben, wir sind alle mit uns selbst beschäftigt, ich bin es nicht. Ja? Ich kann Ihnen das sagen, ich komme gerade aus Oberösterreich, ich habe da eine Integrationstour gemacht, ich habe mich da mit Kolleginnen und Kollegen aus den Gemeinden, aus den NGOs, mit Flüchtlingen etc. getroffen, um einfach zu hören, wie es derzeit läuft, auch mit der Aufnahme der ukrainischen Vertriebenen. Wir haben eine super Reform im Kindergartenbereich zustande gebracht, wir haben eine super Pflegereform zustande gebracht. Das ist für die Frauen ein mega Fortschritt, weil so viele Frauen auch einfach pflegende Angehörige sind und im Pflegebereich tätig sind. Als Frauenministerin war das wirklich für mich ein großer Meilenstein. Wir haben ein neues Integrationssystem aufgestellt die letzten Jahre. In jedem Land ein eigenes Integrationszentrum. Ja, wir haben eine große Flüchtlingswelle, die auf uns zukommt, wieder aktuell, mit der wir dem Jahr konfrontiert sein werden. Das würde man alles nicht schaffen, wenn wir nicht wirklich Strukturen aufgebaut hätten. Ich will jetzt da nicht Werbung im eigenen Sinne machen, aber gestehen Sie mir zu, einfach auch zu sagen, dass wir wirklich mit großer Leidenschaft und mit ganz viel Fleiß und Engagement versuchen, auch das Vertrauen der Bevölkerung durch gute und harte und ehrliche Arbeit wieder zurückzugewinnen. Ja, wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche Positionen hier am Podium gehabt. Wir haben aber noch Zeit, eine gute, fast eine halbe Stunde für den Bürgersalon. Und ich sammle vielleicht zwei, drei Fragen, bevor wir dann wieder aufs Podium gehen. Ganz in der letzten Reihe ist es Botschafter Leifer. Nein, bitte. Ich bin schon der Meinung, dass auch juristisch einiges getan werden kann. Es ist sehr schade, dass hier keine Juristen wirklich am Podium stehen oder sitzen. Sie sind, ja, gratuliere. Ich finde, und ich bin sehr dankbar, dass die Frau Salomon ein bisschen Selbsterkenntnis zu den Medien gebracht hat. Ich finde, die Medien sind sehr, sehr schuld an diesem Vertrauensverlust, der allgemein geschehen ist, weil jeder Schmarrn, der im Untersuchungsausschuss hervorgekommen ist, aufgebläht worden ist
Und woher stammen diese Informationen? Aus den Ermittlungsakten. Warum sind die so frei zu haben? Warum kann man das alles sofort kolportieren und aufblähen? Die Zeitungen, nehme ich an, haben ein bisschen, denen ist ein bisschen fad geworden, immer über die Pandemie zu schreiben. Daher haben sie dann einen Untersuchungsausschuss herbeigenommen. Aber das ist wirklich nicht notwendig. Und soviel ich weiß, in Deutschland ist das auch verboten, dass man aus Ermittlungsakten alles publiziert. Noch dazu, wo ja nur ein Bruchteil dann zu Anklagen kommt, zu gerichtlichen Anklagen, und davon wiederum sehr viele Freisprüche erfolgen. Also wozu bitte, und da könnte man sehr wohl was machen. Ich wundere mich, dass die Frau Zadic da so lang zuschaut. Und wir machen langsam aus einem Rechtsstaat mit der Unschuldsvermutung machen wir langsam, aber wir müssen schauen, dass es nicht dazu kommt, einen Unrechtsstaat mit der Schuldvermutung. Ich möchte eine menschliche Komponente einbringen, die hier vorhanden war, aber trotzdem noch einmal in den Vordergrund bringen, dass Vertrauen notwendig ist. Das hat jeder und wir kennen uns schon länger. Also, und es ist auch mein Respekt und Vertrauen sind meine Hauptkomponenten. Ich bin schon relativ lange in Pension, aber trotzdem. Besteht die Chance, dass innerhalb der einzelnen Agierenden der Politik ein Quernetz durch die Parteien gebildet wird. Und dass dort man nur kurz dann, wenn es wirklich so völlig schief liegende Komponenten also hier hineinspielen, dass man sagt, ruft man den an von der anderen Partei und sagt, du, bitte schau das einmal an, das kann doch nicht wahr sein, was ihr da untereinander diskutiert. Und dieses Netz könnte helfen, im Kleinen und dann immer mehr hier zu agieren. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Pattstellung, die zwischen der ÖVP und der SPÖ war, ich sage nur Ära Faymann und so weiter. Und ich habe zufällig also zum DITZ ein Verhältnis gehabt, wie habt ihr es denn ihr gemacht damals? Wir haben zu jedem eine Querverbindung gehabt und wenn es ein hauptschwieriges Thema war, haben wir untereinander, noch nicht über die Medien, sondern oben einmal die schimpfen lassen und wir haben unten das Vertrauen aufgebaut und über den Weg es gebracht. Also dass man das von unten her versucht. Bitte hier herüben. Das ist gescheit. Gleich in der ersten Reihe. So, vielen herzlichen Dank, Heinz Becher. Sie entschuldigen, dass ich sitzen bleibe, aber das ist die Wirbelsäule, die leider Gottes ein Aufstehen nur mit zwei Stöcken erlaubt und dann noch der Sturzgefahr besteht. Ich denke, wir haben auch BMÖ, Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik und vorher Donau-Universität. Es war eine hochinteressante Diskussion auf einem extrem hohen Niveau. Dafür allen Dank. Aber wir sollten einen Fehler nicht machen, sagen, die Politik, das kann man den Medien nicht vorwerfen, was sollen sie denn schreiben? Es geht immer um die einzelne Person und ich habe Vertrauen nicht zur Menge der Politik, sondern zur einzelnen Person. Und wenn der Kompetenz hat, Bemühen hat und ich merke, er tut etwas, weil Sie gesagt haben, der Abgeordnete, der sich dann kümmert um ein Studien- und einen Kindergartenplatz, das ist nicht die Korruption. Das Problem ist nur dann, wenn er sagt, ja, und dafür hätte ich gern und so weiter. Dann fängt es an, korrupt zu werden. Also wir haben sicher Vertrauen in die Politik, wenn ich erkenne, Kompetenz, Bemühen und er tut was. Wenn ich das nicht erkenne, sondern nur erkenne, naja, er erzählt uns eine Geschichte, dann haben wir kein Vertrauen. So sehe ich. Herr Professor Beck, in der ersten Reihe hier herüben. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen heute. Matthias Beck, Universität Wien. Aber Sie haben mich doch jetzt gereizt, nicht wegen der kirchlichen Bemerkung, die unterstütze ich sofort. Und das Letzte würde ich auch gerne aufnehmen von dem Einzelnen. Meine Erfahrung an der Uni ist, die Studenten können nicht nur nicht lesen und schreiben, sie haben keine Interpunktionsmöglichkeit und sie haben kein Verständnis für Texte mehr. Ich muss ja hunderte von Seminararbeiten anschauen, dann frage ich die Studenten, was bedeutet das? Dann erklären sie mir 100 Minuten, was der und der Satz bedeutet. Ich sage, warum schreiben Sie es nicht nieder?
Wir müssen viel tiefer herangehen an die ganze Frage der Bildung. Was macht das Internet mit den Menschen? Die sind in einer Blase drin, sie bestellen Unterhosen bei Amazon, kriegen wieder Werbung für Unterhosen. Das heißt, die Diskursfähigkeit nimmt ab. Dann Face-to-Face-Gespräche nehmen ab. Ich habe 6 Semester jetzt gemacht, 3 Jahre lang künstliche Intelligenz an der Theologischen Fakultät, Seminare. Erste Frage an die Studenten, was ist der Unterschied zwischen einem menschlichen Auge und einer Kamera? Zeigt ein Student auf und sagt, gar keiner. Sag, ist ja interessant. Also jetzt schauen Ihre beiden Kameras in meine beiden Kameras. Sagt er, genau so ist es. Ich glaube, nach 3 Jahren Lockdown und Internetkonferenzen wissen wir langsam, was ein Unterschied ist zwischen einem Auge und einer Kamera und dass wir uns in die Augen schauen. Letzte Bemerkung, diese Hasskultur. Ich bin ja Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzler. Wir haben uns eingesetzt für eine Impfpflicht, darüber kann man denken, wie man will. Aber diese Hasstiraden und Morddrohungen, die wir bekommen haben, also der freundlichste Ausdruck war noch, weil ich auch als Pharmazeut früher in der Pharmazie gearbeitet habe, du Pharmaschwein, von wem wirst du bezahlt, dass du für eine Impfpflicht einstellst? Und so weiter. Also ein Retro-Sinn, es muss mit der Bildung losfangen. Wir brauchen einen Ethikunterricht bereits im Kindergarten, in der Volksschule, im Gymnasium und vielleicht auch in Unternehmungen und in der Presse. Ihr müsst euch selber orientieren. Bitte in Altbach hat schon vor 5 Jahren ein Professor aus Hamburg gesagt, Erziehung findet nicht mehr in der Familie statt, sie findet nicht mehr in der Schule statt. Die Uni ist der letzte Ort, wo ein Resterziehung stattfindet. Und das kann man jetzt übertragen auf andere Bereiche, Firmen und ich weiß nicht was. Das heißt, der Respekt beginnt bei mir. Wir schauen immer auf Systeme, die Politik und die Presse. Nein, es beginnt bei mir. In der Familie beginnt es, wie ich mit meinen Eltern umgehe, mit meinen Geschwistern umgehe. Ich halte viele Vorträge in Clubs, weiß ich, Rotary und Lions. Bitte, die können auch, die sind auch schon so mittelalterlich, keine 20 Minuten zuhören. Die machen Internetspiele und tun in ihren Handys rum. Das ist respektlos. Heute Morgen war ich bei einer Veranstaltung, da waren 200 Leute sehr gut, Parlamentsgebetskreis, großartig veranstaltet. Die Hälfte sitzt und tippt und redet und hört gar nicht zu. Die Zuhörkultur hat vollkommen abgenommen. Dann sagen wir, ich bin schon gleich fertig, die Volksschullehrer, die Empathiefähigkeit der Jugendlichen nimmt ab, weil sie nur künstliche Freundschaften haben, virtuelle Freundschaften. Das heißt, wir müssen hier ganz, ganz grundsätzlich an die Bildung heran und das müssen wir auf allen Ebenen und allen Altersklassen durchführen. Danke. Das Resnick, Fremdenführerin und Ausbildnerin über Jahrzehnte. Ich habe nur 2 Gedanken, die ich gerne öffentlich machen möchte. Erstens, wie ist es mit dem Parteizwang, wenn ich meinem Abgeordneten das und jenes sage? Was passiert dann in der Parteihierarchie? Und das Zweite, ich habe in meiner 50-jährigen Tätigkeit selbstverständlich alle meine Files und Chats behalten auf einer externen Festplatte. Warum hat das der Herr Thomas Schmidt nicht gemacht? Danke. In der letzten Reihe, bitte. Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Wie ist es möglich in Österreich, in einem Staat, der sich demokratisch nennt und die Freiheit der Bürger schätzt, wie ist es möglich, dass es eine Impfpflicht gibt? Wie kann der Staat über die körperliche Unversehrtheit der Menschen, der Bürger entscheiden, von oben herab? Erste Frage. Und zweite Frage ist, wann wird es Family Month geben, wenn es schon den Pride Month gibt? Danke. Wann es Family Month gibt, eine Pride Familien. Familienmonat. Wir haben eine breite Diskussion, das finde ich sehr gut. Ist auf der Seite, wenn hier niemand ist, dann gehen wir noch auf die Seite, bitte hier. Hier waren, ja bitte, in der ersten Reihe. Was war die zweite Frage dieser Dame? Parteienzwang? Ich bin gegen das Wort Transparency, weil das ist ein Modewort geworden. Und das wird auch verwendet und auch in eine andere Richtung. Warum sagt man nicht eigentlich die ehrliche Wahrheit? Und dann wollte ich auch sagen, die heutige Zeit der Transparenz ist der Futtertrog der Neidgenossenschaft, die wiederum eine Mutlosigkeit produziert. Und das sieht man sehr stark in der Politik. Man hat nicht mehr den Mut zu sagen, das habe ich getan. Ich habe denen geholfen. Ich habe den Freund vorgeschlagen. Sondern nein, es wird zuerst einmal großartig alles verneint. Und wenn ich das aus dem Krisenmanagement kenne, ist das das Schlechteste, was man machen kann. Man muss eine ehrliche Antwort gleich vom Anfang an sagen.
Und dann wird es gehen. Und zum Herrn Dr. Schreich würde ich sagen, mir fehlt noch einiges, und das ist die Anerkennung des anderen und das Ehrgefühl. Ich habe ein Ehrgefühl, für das Land zu dienen. Ich habe das Ehrgefühl, für eine Firma zu dienen, für meinen Arbeitgeber zu verdienen. Und das ist das, was verloren geht. Und das geht am Land verloren, weil die Jugend wird heutzutage nicht mehr ausgebildet, sondern man macht ihnen einfach nur das Vergnügen, in einem Schlammschlacht Novarock sich auszutoben, und sie haben kein Interesse mehr an irgendetwas anderes als nur ihr persönliches Vergnügen nach Dienstschluss. Bitte hier noch. Ja. Mein Name ist Nowotny. Ich wollte fragen, unser Wahlrecht ist ein Listenwahlrecht. Wir wählen also eine Liste. Die Partei selbst stellt dann ihre Abgeordneten. Die Abgeordneten haben im Parlament den Clubzwang. Jetzt frage ich Sie, wo ist hier die Demokratie? Ich kann niemanden zur Verantwortung ziehen, ich kann niemanden abberufen, ich kann auch nicht mitreden. Im Gegenteil, wie Sie sagen, ich kann in der kleinen Organisation, wenn Sie da mit irgendjemandem Abgeordneten reden, das ist genauso, wenn ich mit der Wand spreche. Also das ist völlig sinnlos. Also man fragt mich, warum ich überhaupt in so Veranstaltungen gehe. Ich meine, das ist mein Interesse. Ich gehe schon sehr lange in so Veranstaltungen, weil ich der Meinung bin, wir sollten wirklich was für unsere Demokratie tun. Nehmen Sie sich ein Beispiel an der Schweizer Demokratie. Die schaffen das doch ein wenig besser wie wir, auch wenn jetzt in der Corona-Zeit dort auch Ausbrüche sind. Aber allein die Äußerungen, die hier waren, zur Neutralität, das ist ein Wahnsinn. Wir haben seit 1945 sind wir mit allen gut ausgekommen, inklusive der Sowjetunion, inklusive Russland, Putin hin, Putin her. Wir müssen auch daran denken, was geschieht, wenn der Elendskrieg dort vorbei ist. Das ist für uns essentiell. Weil unser Nachbar ist Russland, nicht Amerika. Ja, vielleicht darf ich zum Letzten sagen, das ist nicht das Thema heute. Wir machen viele Veranstaltungen genau zu dieser Themenstellung, dass es am Tag nach dem Krieg auch geben wird und dass man daran denken muss auch. Wir hatten hier, glaube ich, noch, hier hinten sehe ich noch welche. Hier hinten. So in der Mitte irgendwo, bitte aufzuzeigen noch einmal, ja. Christoph Schlager, vielen Dank für die sehr wichtige und spannende Diskussion. Ich möchte nur ganz kurz eine Replik machen und eine Frage stellen an Sie, Frau Ministerin Raab. Und die Replik wäre auf Ihr praktisches Beispiel, dankenswerterweise. Es ist illustriert sehr gut für die Diskussion. Sie haben erwähnt, früher wäre es so gewesen, dass Sie jemand in Ihrer Heimat fragt um Unterstützung für einen Platz in einem Heim. Und dass Sie das jetzt ablehnen müssen und das sei eine Tragödie. Und da möchte ich nur, dass wir uns vorstellen, wie die Gesellschaft funktionieren würde, wenn das Grundprinzip wäre. Also quasi mit Kant gedacht, der kategorischer Imperativ. Was würde das für die Mehrheit von uns und von den Österreichern bedeuten, die eben keinen Zugang zu einer Ministerin, einem Minister haben und auch einen Heimplatz brauchen? Ja, ich finde, das ist eine Tragödie. Und was mir persönlich imponieren würde von einer Politikerin, einem Politiker, wäre in so einem Fall eine Antwort, die sagt, die mich auf die Zuständigkeiten hinweist und sich dann vielleicht im Nachsatz Gedanken macht, gibt es in der Region vielleicht zu wenig Heimplätze, ist der Bewerbungsprozess unklar, braucht es hier eine bessere User Experience sozusagen. Also diese Gedanken, das würde ich mir wünschen. Das ist die Replik. Und meine Frage wäre jetzt anschließend an das, was Sie gesagt haben, Frau Magister Knötzl, dass wir wissen, was zu tun ist, wir wissen, was die Medizin ist. Da hätte ich wieder eine Frage an Sie, Frau Ministerin Raab. Warum passiert es dann nicht? Warum dauert es so lange und warum wird nichts gemacht? Ist es, dass man als Politiker einfach weiß, dass man damit keine Wahlen gewinnt? Oder ist es quasi der Gegendruck, die Change Resistance des Systems, der Verwaltung, die Komplikationen befürchtet?
Oder ist es einfach auch innerparteilich, dass man befürchtet, dann einen Wettbewerbsnachteil zu haben, weil man dieses Spiel ja besser spielt als die anderen? Da würde ich mich über ehrliche Insights freuen. Danke. Ich glaube, wir haben noch zwei Wortmeldungen, bitte. Vielen Dank, Constanze Ecker. Zu dem, was über Jugend und Interessen gesagt wurde, möchte ich jetzt gar nicht zu viel sagen, weil ich glaube, dass unsere Anwesenheit da für sich spricht. Ich hätte aber eine Frage an Sie, Dr. Scheuch, zu dem, was Sie vorher gesagt haben, dass in Skandinavien teilweise Unternehmer in die Politik geschickt werden. Soweit ich weiß, passiert das in der Schweiz auch, dass Unternehmen ihre Manager für eine Zeit in die Politik schicken. Und meine Frage dazu ist, wo sehen Sie da die Verantwortung, dass es in Österreich auch passieren kann? Bei den Unternehmern selbst muss da in der Politik was geändert werden. Wie kann man das durchsetzen bei uns? Danke. Danke. Und noch eine Wortmeldung hier. Ja. Ich glaube, 2007 war eine Studie, EU-Studie über Korruption. Über Korruption innerhalb der EU-Staaten. Und sie haben bemerkt, je mehr nördlich, desto weniger Korruption. Und warum? Weil dort ist mehr Frauen in der Politik, mehr Frauen in der... Ja, wirklich. So war die Studie. Und je mehr südlich, desto mehr Korruption. Das ist die Studie. Aber Oswald Spengler hat gesagt, Mensch ist ein Raubtier. Und das bedeutet biologisch, ich bin korrupt und Räuber. Und wie Herr Scheuch gesagt, mehr Demokratie. Das ist eine sehr interessante Meinung von Ihnen. Und ich gebe Ihnen recht, Beispiel, wenn ich sehe Indien, in Indien eine große Demokratie, aber neben dieser Demokratie viel mehr Korruption ist. Und das ist meine Frage, in Indien auch ist die Demokratie. Und hier ist Demokratie. Wo ist das Problem zwischen West und Indien? Bitte, danke. Danke vielmals, das war eine Palette von Fragen. Wie wollen wir es denn anlegen? Wollen wir umgekehrt anfangen mit dem Herrn Scheuch als Ersten? Gerne. Zur Frage, die mich natürlich am meisten treibt, und das bitte nicht jetzt abwertend den anderen gegenüber, was die junge Kollegin, die gesagt hat, Partizipation aus der Wirtschaft in staatsnahen Unternehmungen und auch in der Politik. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Ansatz für eine neue Demokratie, ein ganz wesentlicher, weil er dazu führen wird, dass es wieder das eintritt, was die Frau Kollegin Ministerin gesagt hat, dass es wieder dass man stolz ist, dass man ein als Ehre empfindet, für sein Land was zu tun. Ja, da geht es nicht um Geld, da geht es ja darum, dass man was tut. Ja, und ich finde, dass braucht Zeit. Wir brauchen dann nicht wieder Gesetze. In Österreich denkt gleich jeder wieder an Gesetze. Das ist immer das Wichtigste in Österreich. Wir brauchen da eigentlich ein Verständnis. Ein Verständnis der demokratisch gewählten Instanzen, um uns willkommen zu heißen. Überhaupt kein Problem. Also ich als Vertreter eines Unternehmens, der hier sitzen darf, sage, überhaupt kein Problem, wenn junge Kolleginnen und Kollegen jetzt ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre irgendwo hinwechseln. Gar kein Problem. Sie können sozialversichert bleiben bei uns, überhaupt kein Problem. Sie kriegen eine Rückkehrgarantie. Alles das ist überhaupt kein Problem. Wir sind für das offen. Ich finde das richtig. Ich glaube, damit möchte ich signalisieren, wir sind nicht so alt in der Industrie, als man manchmal glaubt. Wir sind viel moderner. Ja? Und auch ich selber mache Sachen, die heute, da geht es mir nicht um Macht, um Einfluss, um Geld. Da geht es mir um wirklich das Thema, da hat man eine Social Responsibility. Ja? Und das ist wichtig, das ist ganz natürlich. Und die Anerkennung, wie Sie sagen, freilich ist die da, das kommt aus dem Respekt. Wenn ich sie nicht respektiere, kann ich sie gar nicht anerkennen.
Ja? Und das ist für mich auch so etwas. Das sind Themen, die heute nicht gelebt werden. Also ich treibe zwischen die Politik, der ich überhaupt kein Pauschalkritik ausübe, das muss man ganz klar sagen, ganz im Gegenteil. Ich sage, da gibt es wahnsinnig gute Menschen, aber die sind leider zu wenig, sage ich auch dazu. Ja? Und da müssen wir schauen, dass wir diese Pflänzchen wieder nach oben bringen. Und dieser Austausch, dass man wieder leichter mit denen kommunizieren kann, das ist ja nichts Verderbliches, bitte, wenn man miteinander spricht. Ganz im Gegenteil, der Austausch muss wieder gewahrt werden. Dass die Medien auch ihre Verantwortung haben, das wird ja alles immer gleich dann, wenn man mit einer Ministerin sprechen würde, dann wird er sagen, der Scheuch richtet sich's. Stimmt ja gar nicht. Wir wollten uns austauschen vielleicht zu irgendeinem Thema. Ja, der Dialog, ganz genau wie Sie gesagt haben. Aufeinander zugehen, miteinander sprechen, sehr wichtig. Und ich glaube, wir sollten nicht als Österreicher immer in andere Länder schauen. Vielleicht können wir uns etwas Interessantes holen aus der Schweiz. Schweiz hat eine ganz andere Kultur, ganz anders. Die Nordstaaten haben ganz andere Kultur. Natürlich hat der Kollege recht, das kommt aus der Wikingerzeit, weil die Frauen den Hof geführt haben zu Hause, als die Männer auf Raubzügen waren. Stichwort Raubtier. Aber in diesem Sinne ganz andere Kultur. Diese Länder. Und bitte, das ist ernst gemeint, was ich sage. Auch die Schweiz hat eine gelebte Demokratie über viel länger als in Österreich. Schauen wir mal in Österreich das Demokratieverständnis an. Ja, richtig. Ja, natürlich. Alles, die Religion etc. Somit würde ich sagen, Österreich muss seinen Weg finden. Ja, finden. Wir sind ja stark genug. Wir sind als Gesellschaft stark genug und was die Kollegin auch sagt, natürlich, diese Diversität müssen wir erleben. Wir müssen uns ich habe auch ganz öffentlich gesagt zum Thema Impfen und Corona, Pflicht, meine Damen und Herren, Sie können mich steinigen jetzt, Pflicht ist nicht immer das Richtige und jemanden zwingen, was zu tun. Man muss in den Dialog treten mit den Menschen, sie abholen. Man soll sie auch nicht mit Furcht treiben. Ganz im Gegenteil. Man muss auf sie zugehen, mit den Menschen sprechen. Das ist das oberste Gut in einer Kultur. Und zum Kollegen noch abschließend etwas. Wissen Sie, Demokratien, wir Europäer und spezifisch die Österreicher haben immer die Tendenz, alles besser zu wissen. Ja? Wir haben ein bescheidenes Demokratieverständnis in diesem Land. Die Inder haben ihres. Ja, das möchte ich jetzt gar nicht in Frage. Das ist dort gut so, wie es ist. Die müssen sich weiterentwickeln. Natürlich haben die auch ihre Probleme. Natürlich. Und das ist ja historisch auch bedingt. Ich kann ja nicht eine ganze Gesellschaft jetzt da in Frage stellen, nicht? Die über Tausenden sich entwickelt hat. Und die Demokratie in dieser Demokratie Indien ist halt eine indische Demokratie. Ja? Natürlich hat die, wenn die Kollegin jetzt antworten würde, von der Transparenz her ihre Probleme und der Korruption ihre Probleme. Aber ich darf nicht darauf hinhauen. Ja? Und wenn Sie mir eines erlauben, ich bin immer für den Dialog zwischen Menschen und nicht für das im Trennende. Ja? Weil es wird immer, bei jedem Konflikt muss man miteinander reden und eine Lösung suchen. Das ist sehr wichtig. Und ich kann niemanden, der arabische Frühling hat es ja gezeigt, ich kann jetzt nicht sagen, ihr kriegt eine Demokratie, die passt für euch. Das funktioniert ja nicht. Da muss sich entstehen, muss leben. Und ich kann es nur mal nochmal unterstreichen. Bildung, Bildung, Bildung. Sehr, sehr wichtig. Ja, und wenn ein System, und Frau Kollegin, ich tue Sie jetzt nicht pauschal verurteilen, aber wenn man vergisst auf dieses Thema, und ich weiß, Sie bemühen sich wirklich gewaltig, aber wenn man da auf das vergisst und nachhaltig eben auf die Bildung Wert zu legen, auf die Integration, dann ist man konfrontiert mit diesen großen Herausforderungen. Und das hat ja nicht Österreich alleine, bitte. Mhm. Danke vielmals. Martina Salomon, bitte. Ich muss dem Herrn Scheuch ein bisschen widersprechen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich finde Politik, man unterschätzt immer, Politik ist eine Profession. Und ich habe nicht nur Topmanager, auch Journalisten in der Politik gesehen, die dann nicht erfolgreich werden. Ich erinnere an Christian Kern, der ein super, für mich ein strahlender Manager war. Ich war sehr begeistert, wie er seinen Plan A präsentiert hat. Und er war dann eigentlich eine verglühende Sternschnuppe. Also Politik ist schon ein ganz anderes Feld und das muss man auch können. Und ich glaube, man muss es auch lernen. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Ich bin auch dagegen, dass man die Medien sagt, wie es in der ersten Wortmeldung gekommen ist. Und ich will Ihnen da quasi ein Beispiel nennen.
wir sind so wie die Politik, jeder für sich, also nicht nur als Einzelpersonen, sondern auch als Plattformen stehen wir untereinander in Konkurrenz. Das heißt, ich kann nicht dem ORF sagen, hey, frag nicht so deppert. Ja? Also da macht jeder irgendwie sein Ding. Und es ist so, wenn Sie jetzt, weil Sie ansprechen, den Urausschuss, ich finde das auch nicht richtig. Ich finde aber, da muss die Justiz auch drauf aufpassen, eh so wie Sie es auch gesagt haben. Das wird ohne Ende rausgespielt. Alles, was im Urausschuss ist, ist am nächsten Tag öffentlich. Wir können uns dem aber eigentlich nicht entziehen. Also da gibt es, und da ist in erster Linie spielen die mit Online-Plattformen zusammen. Ich sage nur die von Peter Pilz vor allem. Das ist am nächsten Tag, da gibt es ein richtiges Zusammenspiel zwischen der Peter Pilz-Plattform und gewissen Staatsanwälten, Anwälten, was immer. Ich weiß es nicht genau, woher das kommt. Dann wird das dort auf dieser Plattform einmal zitiert. Die breiten das riesig aus. Dann übernimmt es die APA. Wenn ich jetzt sage, wir schreiben das nicht, heißt, na, typisch der ÖVP-nahe Kurier, der schreibt das nicht, weil der würde die ÖVP schützen. Man kann sich dem auch dann nicht mehr entziehen. Wir werden sie jetzt nicht kreisch, hurra, riesig machen, aber manchmal haben Dinge auch so eine Substanz, man sagt, dass, also erstens bin ich nicht dafür da, irgendwas zu verschweigen, sondern im Gegenteil. Und wir werden auch schauen, dass wir nicht Dinge skandalisieren, die nicht zu skandalisieren sind, aber wenn etwas ein Skandal ist, werden wir es natürlich berichten. Und natürlich können wir uns dann dem, wenn die Dinge dann öffentlich sind, wenn sie auch widerrechtlich öffentlich sind, wenn die dann in der Austria Presseagentur ist, dann werde ich einen Teufel tun, es nicht zu schreiben. Das geht nicht. Dann, weil sie, na, wir können nicht, wir, dann werden sie es woanders, also das schützt ja auch dann nicht den vielleicht zu Unrecht Beschuldigten. In dem Fall, wir können schauen, was hat Substanz, wir können es kommentieren, aber irgendwo werden sie es schon finden. Also wenn ihr jetzt sagt, und ihr als Kurier, wir verschweigen das jetzt nicht, hilft das auch nicht den Betroffenen. Weil da hier der Meinung war, es muss ein Quersatz aus Parteien und Medien geben, das gibt es weder da wie dort und bei Dietz Latziner, ich weiß nicht, wer das da gesagt hat, die haben im gleichen Haus gewohnt, übrigens im 4. Bezirk. Also die haben auch einen sehr, sehr schnellen Zugang zueinander gehabt. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass die Polarisierung wahnsinnig zugenommen hat. Und weil das Thema Impfen kam, das habe auch ich gespürt, das war ein Wahnsinn. Und was der Professor Beck gesagt hat, wie wir auch als Medien beschimpft worden sind, wie noch nie in meinem Leben. Und ich beantworte jeden einzelnen Leserbrief. Mein armer Mann, der da sitzt, weiß das, weil ich das Tag und Nacht tue, viel zu wenig, dann mit ihm kommuniziere, sondern im Auto sitze und meine Leserbriefe beantworte. Aber da habe ich dann irgendwann mal auch aufgehört, diese wahnsinnigen Verschwörungstheorien und diese Unterstellungen, ihr seid ja nur gekauft von der Politik, nicht mehr zu beantworten. Und das ist übrigens apropos gekauft von der Politik. Weil auch das immer herumschwirrt. Ihr schreibt ja nur das, was euch die Politik quasi zeugt. Wenn ich jetzt, ich habe mir genau angeschaut, wie die Einkommenssituation des Kuriers, 6% unserer gesamten Einkünfte kommen von Bundesregierungsinseraten. Das heißt, wenn die morgen weg sind, trifft uns das, weil im Moment die Papierpreise explodiert sind und so weiter, aber es bringt uns nicht um. 60% unserer Einkünfte sind Sie, die Abonnenten. Und wenn das Problem ist ja eher, wenn Sie aufhören, und das tun die Jungen leider, für Journalismus zu bezahlen, dann werden wir wirklich irgendwann mehr abhängig von Regierungsinseraten und Presseförderung. Und ich als Wirtschaftsliberale halte das für total schlecht. Also ich hoffe, dass Journalismus auch ein Modell bleibt, das sich selber finanziert, dank Ihnen als Leserinnen und Leser. Silvia Grünberger, bitte. Ja, es ist schon so viel gesagt worden und ich möchte deshalb an meiner Stelle sehr kurz halten und auf das zurückkommen, was ich eingangs auch noch einmal gefragt worden bin, nämlich zahlt es sich denn aus, in die Politik zu gehen? Und mein Appell richtet sich jetzt vor allem auch an die Jungen, die hier da sind, und da gibt es ja auch einige. Ich glaube, eine Generation pauschal zu verurteilen, nicht mehr interessiert oder vielleicht nicht genug gebildet zu sein, ist genauso falsch, wie die Vergangenheit zu beschwören und zu sagen, früher war alles besser. Dort und da gibt es wahrscheinlich Wahrheiten, aber ich möchte gerade all jene, deren Zukunft noch bevorliegt, und auch einen Appell an ihre Kinder, an ihre Enkelkinder richten. Politik ist schon etwas Tolles, etwas, was man mit Demut annehmen darf, wenn man die Möglichkeit bekommt. Also wenn es eine Möglichkeit gibt, wenn es die Zeit zulässt, wenn das Interesse da ist, engagieren Sie sich in der Politik. Es kommt 100-mal auch ganz viel zurück. Es ist nicht nur mühsam, es ist nicht nur anstrengend.
Es ist auch nicht so, dass man mit allen, die mal in der Politik waren, jeder der Meinung ist, man wird es nie wieder tun. Ganz im Gegenteil, als Demokrat, als engagierter Bürger möchte ich einladen, mit an dieser Demokratie, die wir stärken müssen, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, auch selbst einen Beitrag dazu zu leisten. Und es macht auch Spaß. Frau Knötzl, bitte vielmals. Ich bin Rechtsanwältin. Als Rechtsanwältin bitte ich um Verzeihung, wenn ich mich bei Transparency International engagiere, dass gerade auch die Gesetzesvorhaben, die da in der Schublade schlummern, uns ein großes Anliegen sind. Ich denke, dass diese Vorhaben, wie insbesondere das Informationsfreiheitsgesetz und alle anderen, die wir schon erwähnt haben, ich möchte sie nicht noch einmal wiederholen, schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung sind. Auch wenn ich verstehe, dass es wieder Regulierung bringt, aber es ist nun einmal ein Faktum. Macht braucht Kontrolle. Wir kommen nicht herum, wer der Mensch nur gut. Würden wir das nicht brauchen, aber ich kann es nur immer wieder sagen, leider, das Böse ist immer und überall und Gelegenheit macht Diebe. Und Transparenz gibt schon die Gelegenheit nicht. Daher sind diese Bemühungen, um die wir da laufen und ich eben von meinem Stammberuf als Juristin her, eben auch für diese Gesetzesvorhaben ganz wichtige, die Sie bitte auch unterstützen wollen und dafür als Bürger auch eintreten. Das sind ganz wichtige Vorhaben. Und ja, da müssen wir auch aus unserer Komfortzone herausgehen miteinander und uns vom Amtsgeheimnis verabschieden. Stellen Sie sich vor, das steht im Verfassungsrang. Ja, diese heilige Kuh werden wir schlachten müssen, damit wir dorthin kommen, wo wir hinkommen wollen. Und viel wichtiger, ich gebe Ihnen allen recht, ist unsere Jugend und dort anzusetzen noch. Daher machen wir auch Ethikunterricht und bitte geben Sie uns hier auch die Chance, dass das permanent etabliert wird, ein wichtiger Pfeiler für unsere Zukunft. Ich bin halt nur ein bisschen auch über die Jahre, und es sind schon viele graue Haare da oben, auch realistisch geworden. Dinge, die eine Zweidrittelmehrheit für die Abschaffung brauchen, sind halt immer ganz, oder für die Veränderung brauchen, sind halt immer ganz besonders schwierig. Und die Bildung ist halt auch so ein Thema, das leider Gottes ein ganz ein schwieriges ist, die wirklich so zu reformieren, wie wir es brauchen würden. Aber ja, der Ethikunterricht, die ethische Bildung und das alles, was wir gehört haben, Vertrauen, Respekt, das ist das, was wir uns wünschen. Wir uns wünschen uns Menschen, und der Politiker sind auch Menschen, und mittlerweile hat man ja das Gefühl, es gilt wirklich immer nur die Schuldvermutung und keine Unschuldsvermutung mehr. Politiker, wir wünschen uns solche Politiker, die von sich aus das Richtige tun, und wir haben auch gelegentlich das Gefühl, dass solche neben uns sitzen und für uns tun. Und die gute Botschaft hier ist, also in den vielen Jahren meiner Tätigkeit ist mir noch nie ein Akt unter die Hände gefallen, wo jemand sich bemüht hat, für einen Menschen etwas Gutes zu tun und dann dafür verfolgt wurde und ins Gefängnis geschmissen wurde. Also das, was Korruption ist, ist für teilweise pflichtwidrige, natürlich auch teilweise pflichtgemäße Tätigkeiten einen Vorteil für sich oder einen Dritten zu verlangen. Mhm. Und das ist das, was wir wirklich nicht wollen und nicht tolerieren. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und da braucht man auch nicht herumreden. Und ja, natürlich ist vieles von dem, was jetzt in die Medien gekommen ist, zum Teil einfach nur widerlich
und überhaupt nicht strafrechtswidrig. Und die Leute sollen dann auch nicht bitte vor dem Strafrichter dafür stehen müssen. Auch bitte die Kirche im Dorf lassend. Ja. Nicht jede Kleinigkeit muss immer gleich einen Verwaltungsapparat auslösen. Wenn wir aber schon von Anfang an darauf achten, dass wir mehr Transparenz in unserer Bevölkerung haben, in unserer Verwaltung haben, im Staat haben, dann wird es auch weniger solche Fälle geben. Und um diese Transparenz bitte ich halt hier und ringe darum und auch Verständnis zu werben dafür. Wir brauchen das. Verabschieden Sie sich von Dingen wie dem Amtsgeheimnis und sagen Sie ja zu mehr Transparenz. Frau Ministerin Raab, bitte. Danke. Also ich möchte mich an dieser Stelle auch einmal bedanken bei so engagierten Leuten wie Ihnen, die für eine Sache da kämpfen, ja, neben Ihrem Bootberuf. Also ich glaube, ich merke das auch immer wieder bei großartigen Organisationen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, sei es jetzt im Integrationsbereich oder im Frauenbereich, dass das eine enorme Weiterentwicklung unserer Demokratie ist. Und es ist zwar für uns in der Politik nicht immer so leicht, nicht? Also Sie wissen ja, Organisationen und NGOs und so weiter haben ja da einen ordentlichen Zug auch, nicht? In Richtung Forderungen, aber persönlich sehe ich das immer schon auch als Bereicherung, wenn es so konstruktiv formuliert ist wie von Ihnen. Vielleicht greife ich nur noch zwei, drei Gedanken raus. Also am liebsten würde ich ja mit dem Gedanken schließen, den ich ja da heute gehört habe, dass wenn es mehr Frauen in Führungsfunktionen geben würde, dann hätte man kein Korruptionsproblem. Der gefällt mir eigentlich ganz besonders gut. Vielleicht als Frauenministerin bin ich natürlich ein bisschen voreingenommen, ja, Herr Botschafter, aber den wollte ich gerne nur mal unterstreichen. Zum Zweiten möchte ich gerne noch einmal darauf eingehen, wie vielleicht ich schon meine Rolle als Politikerin auch sehe. Also ich möchte in der Struktur was verändern für die Menschen, für die Familien, für die Frauen natürlich besonders. Und ich möchte aber auch gerne eine Politikerin sein, wo man persönliche Anliegen hintragen kann. Ja? Und vielleicht nur, weil sie mich ja, der geschätzte Herr, jetzt sehe ich ihn nicht, auch persönlich angesprochen haben, ich möchte gerne noch einmal klarstellen, wie ich das in meiner Arbeit empfinde, ja, und auch handhabe. Ich denke sehr wohl, dass es auch meine Aufgabe ist, wenn jetzt ein Mensch oder wenn Sie jetzt nach der Veranstaltung zu mir herkommen oder Sie beispielsweise, ich kann mir vorstellen, Sie sind irgendwo engagiert in einem Verein. Na? Hätte ich jetzt, also ich habe mir gedacht, Sie sind wo engagiert, und wenn Sie jetzt herkommen und sagen, ich habe da ein tolles Projekt in meinem Verein, das beschäftigt Sie beispielsweise mit jungen Menschen mit Migrationshintergrund, was weiß ich, zum Deutschlernen, dann werde ich sagen, schicken Sie mir eine E-Mail, wir schauen uns das an und Sie bekommen eine Rückmeldung und dann schauen wir, was wir machen können. So, und dann wird das einfach geprüft. Und dann schaut man sich an, ist das etwas, das förderwürdig ist oder ist es etwas, das nicht förderwürdig ist. Und genauso würde ich das handhaben, wenn jetzt Sie mit einem individuellen Anliegen kommen und sagen, wie der Beispiel Betreuungsplatz für ein Kind, ich kriege keinen Betreuungsplatz für mein Kind, das ist schwierige Lebenssituation für mich, dann würde ich sagen, da ist die Telefonnummer meines Büros oder da ist die E-Mail-Adresse, schicken Sie mir das Anliegen, ich schicke das gerne weiter und wir schauen, was wir machen können. Und das heißt nicht, dass ich automatisch Druck ausübe, ja? Sondern das heißt doch, dass ich einfach natürlich den Menschen auch helfe, dass sie die Anliegen dorthin bringen, wo sie vielleicht auch zu einem guten Ausgang finden. Also ich möchte mich da ehrlich gesagt nicht entmutigen lassen. Ich möchte Sie bitten, das nicht als Korruption zu begreifen, sondern ich habe das Gefühl, das ist schon auch Teil meiner politischen Tätigkeit und deshalb bin ich auch in die Politik gegangen. Und zu guter Letzt möchte ich nur das unterstreichen, was glaube ich, der Tenor ist. Nämlich, ich habe einmal, vielleicht kennen Sie ihn, den Professor Christian Stadl, ist ein Rechtsphilosoph. Da habe ich mal eine Vorlesung von ihm gehört und der hat dann gesagt in der Vorlesung, Demokratie alleine ist nicht gut. So wie Sie das auch bei der Botschaft formuliert haben, wenn 50% der Menschen etwas entscheiden,
das beispielsweise auch gegen ein Menschenrecht ist etc., dann ist das nicht automatisch gut, sondern es geht darum, Demokratie muss gestärkt werden, von der Bildung, von der Basis, von den Kindern her. Ich sehe das als Integrationsministerin, es kommen viele Menschen zu uns, die ganz anders sozialisiert sind, die kein Vertrauen haben in Institutionen, die mit der Polizei beispielsweise überhaupt nichts anfangen können, weil die Polizei in dem Land, in dem sie aufgewachsen sind, vor denen hat man Angst gehabt, ja. Und da ist der einzige Schlüssel, dass die Demokratie resilient bleibt. Und die Demokratie, das 100% positiv entfaltet, ist die Bildung. Und ist natürlich auch in meinem Bereich, ich bin jetzt nicht Bildungsministerin, aber ich bin Integrationsministerin. Und deshalb poche ich so darauf, dass wir hier auch über Werte sprechen, dass wir über die Demokratie sprechen, dass wir über die Rechtsstaatlichkeit sprechen, dass wir auch über Anfeindungen gegen unser demokratisches System sprechen, die gefährlich sind, ja, dass wir auch hier gegen Antisemitismus sprechen, gegen all diese Dinge, versuche ich halt in meinen Integrationskursen hier auch die Bildung zu stärken für die Demokratie und dann hoffe ich am Ende des Tages eben auch für hegeres Ziel auch der Transparenz und ich glaube, es zahlt am Ende des Tages auf unser gemeinsames Demokratiekonto ein. Yes. Danke vielmals. Danke vielmals an alle am Podium. Ich glaube, wir sind einen ziemlich langen Weg gegangen. Es war ja nicht so klar, in welche Richtung wir gehen würden. Ich freue mich, dass es so persönlich geworden ist. Ich freue mich, dass es so viele offene Fragen gegeben hat, wie etwa die Frage, darf ich jemandem helfen, der sich zufällig bei mir meldet? Oder trage ich damit eigentlich dazu bei, dass die Unterschiede noch größer werden in der Gesellschaft? Ist eine offene Frage, kann man so und so beantworten. Wichtig. Nicht nur jemand, der mich persönlich kennt, sondern ich glaube, ein Ministerium sollte auch eine Serviceeinrichtung für die Bürgerinnen und Bürger sein. Und jeder, der ein Anliegen hat, sollte sich dahin wenden dürfen und eine Antwort bekommen dürfen. Wir haben im Außenministerium eine Bürgerservice. Bürgerservice eingerichtet, vor Jahren schon. Richtig, ja. Tolle Einrichtung. Ich gebe dann gerne an Herrn Waldstein weiter, nur vielleicht darf ich noch sagen, ich habe es eine höchst spannende Diskussion gefunden. Ich habe es deswegen spannend gefunden, weil es nicht nur in eine Richtung gegangen ist, sondern weil man sowohl in Richtung, wie soll eigentlich ein Politiker sein, was kann er, wo sind seine Grenzen, wie muss er mit den Strukturen umgehen, auf der anderen Seite aber gleichzeitig, was können und sollen Bürger an der Beteiligung machen, wie können sie sich beteiligen und dazwischen das große Thema Bildung, Bildung, Bildung. Das habe ich sehr schön gefunden. Der Erste, der das Wort Bildung in den Mund genommen hat am Podium, war der Dr. Scheuch als Vertreter der Wirtschaft. Das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, muss ich sagen, dass das so ist. Das heißt jetzt nicht, die anderen hätten es nicht auch sagen wollen oder können, aber dass es für ihn so wichtig ist, habe ich wunderbar gefunden. Ich bitte eigentlich nur, aber das werden Sie ohnehin nicht so sehen, das, was hier der Bürgersalon ist, nicht als Wutbürgertum zu verstehen, sondern als das Interesse daran, sich in die eigenen Angelegenheiten möglichst einmischen zu wollen und einen Teil daran zu nehmen. Das ist Demokratie, wie sie lebt. Und da gibt es in der Politik schon noch mehr Spielraum, um das zuzulassen. Wir könnten aber mehr direkt demokratische Maßnahmen zulassen. Erfolgsbefragung, Antikorruptionsbegehren, über 300.000 Unterstützer, dann landet es im Parlament und wir wissen ja, dann geschieht nicht viel damit. Also sowohl direktdemokratische Maßnahmen, aber auch Wahlrechtsänderungen, Listenwahlrecht, da gibt es einfach Themen, die man sich anschauen sollte. Aber ja, ich bin ja nur der dumme August, der Moderator sozusagen hier, darf das nicht sagen. Aber nachdem ich Diplomat bin, bin ich für fast alles zuständig. Und daher sage ich das auch gerne. Bitte geben Sie allen unseren Referenten ein big round of applause. Ja, lieber Herr Botschafter Brix, Sie haben ja eigentlich alles weggenommen, was ich sagen wollte. Aber, nein, ich wollte nicht alles sagen, weil der so gescheiter Botschafter kann. Na, Spaß beiseite, aber nochmal herzlichen Dank, dass Sie wirklich heute moderiert haben und dass wir diesen wirklich, ich muss mich mit Ehrfurcht verneigen vor diesen tollen
Podium, von den Beiträgen am Podium, Diskussionsbeiträgen, dass Sie heute alle zu uns gekommen sind. Ja, dafür also wirklich aufrichtigen Dank. Und der heutige Bürgersalon wird in unserer Annalen einen vorderen Platz haben. Also auch von meiner Seite, glaube ich, darf ich sagen, einen allgemeinen Applaus. Dass Sie mit uns Bürgern face-to-face diskutiert haben und wirklich auf die Fragen eingegangen sind. Und dass wir heute alle total spannenden Abend und Lösungsansätze, glaube ich, zum Thema erleben können. Eigentlich trotz vieler kontroverser Meinungen. Mein ganz spezieller Dank geht aber genauso Ihnen allen, dass Sie heute gekommen sind, trotz eigentlich den schlechten Anzeichen von diesem Sturmwetter. Sie sind wirklich liebe Gäste hier. Und ich möchte also auch zum Schluss noch sagen, einen speziellen Dank an das Team von der Diplomatischen Akademie, speziell den Magister Jung nach vorne, wo auch noch so spät hier anwesend ist. Ich glaube, das ist auch noch ein Applaus. Ja, wir wollen nicht stehen bleiben in unserem Programm. Wir haben ein bisschen auch ein, würde ich sagen, interessante Sache oder heikle Sache. Wir wollen den nächsten, also Jubiläumsbürgersalon, den 30. mit unserem Bundespräsidenten diskutieren. Eine Bürgerdiskussion im September mit Bundespräsident Van der Bellen. Und am Podium wäre dann eine Mischung über alle Gesellschaft oder Berufsgruppen. Vielleicht bringen wir es zustande, also Ende August entscheidet sich das. Noch ein paar Worte in eigener Sache, bitte spenden Sie uns was, geben Sie einen Unkostenbeitrag, dass wir hier Miete und zahlen können. Bleiben Sie bitte noch da, ja, das ist ganz essentiell für uns. Weitere Gespräche noch unter uns sozusagen, Kollegengespräche. Und um das besser gestalten zu können oder noch bessere Stimmung zu bekommen, spenden wir ein Glas Wein oder mehr. Ja? Da laden wir Sie dazu ein. Also noch einmal danke fürs Kommen. Alles, alles Gute. Schöne Sommerzeit. Bleiben Sie aber im Urlaub in Österreich. Da ist man relativ gesund. Schleppen Sie keine Krankheiten ein. Also bis zum nächsten Bürgersalon. Wiederschauen. Make the world a better place.